Läufer auf B3. Welcher Läufer? Wir haben keinen Läufer. Ja. Was ist B3? Fallen. Ja. Schönen guten Tag. Der dritte Steckplatz, der jetzt leer bleibt. Hallo, wir haben ein Riesenproblem, haben wir gemerkt, ne? Beim letzten Mal schon. Aber beim letzten Mal haben wir das gemerkt. Ja. Genau, die Diskussion war da. Und wir hätten gerne natürlich auch noch mal auf das Feedback von außen vernünftig eingehen können. Aber durch die Gamevasion ist natürlich eine Randomizer-Woche nach hinten geschoben worden. Also werden wir all euer Feedback sehen, nachdem wir diese Folge aufgezeichnet haben. Ja, aber ich habe schon das Feedback zum ersten Teil, in dem wir sehr viel Backseat-Gaming betrieben haben, gesehen. Und es tut mir leid, Sie, aber du kannst damit leben. Du kannst, du nimmst es so. Natürlich, natürlich. Ich finde sowieso, Backseat-Gaming ist das Unwort des Jahres. Sowas gibt es bei mir gar nicht. Da find ich gut, das ist Zusammenspiel, nennt man sowas. Okay, weil ich empfand es eigentlich auch als, es war zwar anstrengend für dich, aber irgendwie auch lustig. Nö, ich fand es nicht, ich dachte, es war anstrengend für euch. Nein, zwei Sachen da natürlich. Wir haben es natürlich selber gemerkt, ne, weil es ist genau die Situation, wo die Leute, die ein Spiel kennen und dann bei Twitch oder sowas zugucken. Der Idiot ist an dem einen vorbeigelaufen. Du weißt doch, dass es recherchiert. Verdammt nochmal, du kannst ja nichts machen. Dieses Gefühl kommt dann raus. Ja, das muss raus. Und nicht, dass die Leute machen, die diese Kritik dann geübt haben, natürlich. Aber wie viele Leute da beim Chat oder bei den Kommentaren Backseat Gaming machen und dann genug Gerulo Zeit für eine Pause? Ja, ist also so ganz Backseat im Ernst. Gaming Circle Jerks. Ja, genau. Geht so hin und her. Ja. Jeder weiß, es ist immer besser als die andere Couch. Wird mal wieder Zeit für Couch on Couch, fällt mir dabei auch hin. Randomizer Couch on Couch. Ja. Das ist tatsächlich auch eine gute Idee. Wie wir einfach nur noch Sachen zusammenmixen, ne? Ist egal, Crossover, Aliens versus Couch on Couch und Predators. Wir haben hier, du erklärst es gleich. Ich erkläre es gleich nochmal, genau. Danke an euch, ihr habt es wirklich nochmal hingespielt. Ihr habt einen neuen Spielstand, also. Nee. Wir haben einen früheren Spielstand einfach geladen. Mit derselben Seed, das ist wichtig. Exakt. Und wir haben uns hier hingespielt. Dass wir die Möglichkeit dann haben, sozusagen das Schachrätsel so gut es geht hier lösen zu können. Weil da kam ja eben, wie gesagt, wenn ihr beim letzten Mal zugeschaut habt, habt ihr es dann auch mitbekommen, die Schachfiguren hier sind ja auch gerandomized und teilweise manche von denen, warte mal, ich kann es ja hier mal zeigen, die stecken bereits drin. Wie beispielsweise hier haben wir das Pferd. Na, wenn wir das rausnehmen, wird es aber was anderes. Rausziehen, glaube ich. Das müssen wir gleich auch rausziehen. Das steckt nämlich an einem falschen Platz und der Läufer hier steckt auch falsch. Genau, aber welcher richtig steckt, ist der Bauer hier. Na, das ist ja auch der einzige, den man stecken lässt, sozusagen. Mhm. Wenn wir die beiden hier rausnehmen, sie verwandeln sich in andere Items. Wir hatten am Ende vom letzten Mal 5 Schachfiguren, aber eine hat gefehlt, der Läufer im Konkreten. Und das ist so ein bisschen meine Sorge. Denn das ist die Sorge, du kannst jetzt mal das Pferd rausnehmen. Das absurder kann es eigentlich nicht gehen. Das ist wie eine Rochade oder irgendwas, wo man tauscht. Ne? Jetzt haben wir halt die, ist der König, Königin? König und Dame. Ja. Dame, genau. Die also beiden brauchst du ja für das Rätsel da unten gleich. Ja, und der Läufer, den müssen wir halt auch rausziehen. Nur wenn wir den Läufer rausziehen, kriegen wir irgendein Item. Die beiden Items hier sind nicht wichtig für den nächsten Part bis zum Boss oder so. Da ist also kein wichtiger Schlüssel oder sowas drin. Ich würde die erstmal stecken lassen, einfach um da ein halbwegs sicheres Gefühl zu haben. Es kann natürlich, aber beeinflusst die Tatsache, ob ich da jetzt was wegziehe, quasi den Random, der danach kommt. Das ist eine gute Frage. Ändert sich ja was, wenn wir das Ding gezogen haben oder nicht. Wir lassen es mal stecken. Letztes Mal haben wir sie nämlich weggezogen. Also ist es nur sinnvoll. Aber ich bin auch mega gespannt, um ehrlich zu sein. Ich glaube nicht, dass das klappen wird. Ich glaube, wir sind in der Sackgasse. Ich spür's schon. Sei doch ein bisschen Optimist. Na, ich bin ja im tiefen Herzen, bin ich dann schon Optimist. Aber man muss ja auch irgendwo Realist sein. Ja, natürlich. Und ich glaube einfach, manchmal passiert das eben. Wir versuchen es heute zu retten. Vielleicht ist das das Ende dieses Seeds. No? Und dann überlegen wir uns, was wir machen. Aber wir wollen versuchen, diesen Seed so gut es geht zu natürlich retten. Natürlich. Und wie gesagt, nochmal danke an dich jetzt, speziell Gregor, der das eben nochmal hingespielt hast. So viel war es nicht. Ja, aber immerhin, einer muss es ja machen. Ja. Einer muss abwaschen. Solange ihr schmutzig machen dürft, das ist das Wichtige. So, jetzt kommt wieder der Safe, ne? Genau, aber der kannst du nochmal gucken, oder weißt du? Der dumme Safe. Mein schlaues Video. Ja, ich würde. Warum haben wir das nie aufgeschrieben? Der Typ steht nur auf, wenn ich das Kraut da hole. Aber das Kraut war eh ein Drecksitem, oder? Weil der nervt ja eher mehr. Sicher? Das war also, sobald du den Raum verlässt und wieder reinkommst, glaube ich, steht er auch. Steht er schon? Ich glaube, ja. Also ist er vorbei? Ja, okay. Also vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, der wird später zur Gefahr. So. Irgendwas mit 12 schon wieder. 12 rechts? Sicher falsch. 8 links. 10 rechts. Nein.
Ja, war ein guter Versuch. Aber irgendwie sowas in der Nähe. Ich glaube, sie hat's fast. Ich hab's fast, Moment. Warum guckst du eigentlich immer Videos? Ja, aber weil ich so ein Video hab, der ziemlich gut ist. Ich wollte gerade sagen, es gibt nur noch Videos. Ja, es gibt keine Texte mehr. Ja, gut, jeder Text, wo es heißt... 2 links, 12 rechts, 8 links. 2 links, 12... Aber 12, 8 hatte ich schon. Ja, das war okay, zwei, nicht schlecht. Oh, warte mal, 2 links. 12. 12 rechts. Mhm. Dann die 8. 8 links. Tada! Sehr gut. Wundervoll. Ja, das Video ist gut, aber ihr habt recht. Normalerweise sind die Texte dann irgendwie sowas von wegen, ja, ich kann mich noch erinnern, als ich damals ein kleines Kind war und meine Mutter mir eine Playstation... Halt die Schnauze! Gib den Key, aber nur den Key. So, ich hier... Das werden die wahrscheinlich noch mal brauchen. Aber ja. Pack's erstmal weg. Ja, also hier war schon nicht nutzloser Kram, aber sehr unten. Ja, wir... Hast du das Item jetzt hinter der Leiche nicht aufgehoben? Ja, habe ich erstmal nicht aufgehoben. Ich find's gut, wir probieren es mal aus. Ja. Aber ich lege hier schon mal... die letzte Schachfigur. Alter, ja, aber dann können wir es ja immer noch machen, ne? Ja. Weil die Blume, die Pflanze oder die Blume nimmt er ja nicht mit. Der Johnny. Aber was ist denn da? Vielleicht ist da was Geiles. Wir haben es vergessen. Das ist Randomizer. Du kannst doch nicht Items liegen lassen. Was sollen denn die Comments sagen? Das ist eine Itemliste, da war dann nochmal dran. Safe early, safe often. Mhm. Ich kann dem natürlich auch jetzt so einfach mal 3 Magazine in den Kopf pumpen, weil ich weiß ganz genau, dass der wahrscheinlich 800 Schuss verträgt. Messer ihn zu Tode, während er am Boden liegt. Oh. Aber der steht dann währenddessen auf. Jetzt hab doch keine Angst. Ob man den... Ja, aber was mit dem Messern könnte ja echt... Bam. Ein Kopfschuss und dann Messern zu Tode. Let's go. Ach komm, der steht, guck mal, der steht sofort auf. Was zum Teufel? Mein Gregor hat voll Angst. Ah. Jawoll. Ey, das ist so hardcore, wie die aufstehen immer wieder. Ach, der sieht auch geil aus. Okay. Das reicht. Oh. Gute schwarze Pulver. Ja, das nehmen wir schon mit. Das war sehr gut, Gregor. Das hast du echt schön. Warum haben wir gerade in dem Video nachgeguckt? Steht doch auf dem Safe drauf. Was? Ach, wir sind die Blödeste, oder? Wo steht das? Ja, das war ja der Tipp. Wir finden den Zettel, wo er steht. Guck mal auf die Seite. Oh ja. Ach, ihr Trottel, ihr wisst ja gar nichts. Ja, weil man das wirklich ja nicht benutzt. Aber du hast das Video dir angeguckt und das Video hat nicht gesagt, guck einfach auf die Seite, oder? True. Es wird immer dümmer. Ach, ja, das hast du aber auch schneller fertig, das heißt, du kannst weniger Werbung ins Video packen. Mhm. Ich krieg bei YouTube kriege ich immer nur eine Werbung irgendwie in den letzten Monaten und das ist hier, hat ihr Baby schon die Pest oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Nein, hat ihr Baby schon die Pest? Naja, irgendwie sowas ähnliches, ne? Haben sie, ihr Baby könnte krank werden, dann zeigen sie irgendwelche so Pusteln am Bein und bringen sie das Baby zum Arzt. Ja, Baby-Probleme in Anwesenheit dann. Anscheinend. Ja, ich weiß nicht, es läuft hinter jedem Scheiß, egal was ich gucke. Das ist das Pustelbaby da. Die denken einfach, der Mann hat ein Baby und ein echtes Problem. Ich höre immer nur Baby-Problemi. Ah. So, jetzt kommen die 3 Typen da unten. Ja. Ah, eine Granate ist wahrscheinlich wirklich das Beste. Zack. Erstmal pullen, damit sie schön zusammenstehen. Ah, das war Quatsch. Ausreichend. Obwohl. Du hast 2 Granaten mit. Ich weiß. Alles gut. Noch eine, let's go. Dann nicht. Och komm. Wer hat euch das mit den Köpfen beigebracht? Das war Quatsch. War ein bisschen Quatsch. Oh, ja, okay. Weil ich hatte du das. Egal. Du wolltest nur sicherstellen, dass er auch wirklich tot ist. Ja, und jetzt steht der eine noch auf, ne? Nee, den hatten wir geschafft. Den hatten wir erwischt. Das wollte ich nämlich machen. So. Sicher ist sicher. Was warte mal. Noch mal? Ich gehe gleich da unten nochmal, aber ich benutze schon mal den Crank hier. Ja, da gab es noch was Cooles auf jeden Fall, da wo die Granate ist, glaube ich. So. Ist da irgendwas Wichtiges? Ja. Weiß ich noch. Was? Oh.
Ah, komm, lass liegen. Retter, die die Welt bedeuten. Oh, siehst du, das war wichtig. Der, ah, der ist für da oben bei dem, wo der Turm so, war, ne? Frage ist, machen wir quasi den Weg zum Polizeirevier jetzt erstmal, bevor wir es handeln, weil das haben wir dann schon mal erledigt, ne? Dass wir wieder beim Polizeirevier sind. War im Polizeirevier was wichtig? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube nicht, was wichtig ist, ne? Wir haben da ja nochmal nach den Schachfiguren gefunden. Aber ich meine, da war die MP, aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Ja, ja, die war da. Na gut, machen wir erstmal den Schlüssel hier, ne? Ja. So, wir wollten... Wir sind auf der Suche nach den Springer. Wenn wir den haben... nicht den Springer, den Läufer. Den Läufer. Wenn wir den haben, dann sind wir eigentlich safe, oder? Ja. Ja. Wenn alles so läuft wie beim ersten Mal, sind wir dann safe. Aber ihr müsst es ja. Brett an der Wand. Notpflanze. Das ist meine Pflanzensammlung. Ja, ja. So, hier war das nur von der... das war von der anderen Seite. Hier war der kaputte, ne? Genau. Genau, der verbogen. Lag noch ein Item oben? Nein, ne? Kann man da runterjumpen? Ruhig auf Map gucken. Ja. Um sich zu vergewissern. Ja. Der kaputte hier. Guck mal, das kann ich mich gar nicht so richtig erinnern. Weil man da fast nie hinläuft. Ja. Bei unserem Run sowieso alles, was nicht zum Speedrun gehört, ist Neuland für mich eigentlich. Ja, das ist wirklich überschrieben worden. Das ist wirklich wahr. Blaue ist, da kommt der echt. Wow. Der kommt normalerweise nicht. Lass ihn in Ruhe, den brauchst du jetzt erstmal noch nicht, oder? Naja, wenn er weg ist, ist er weg. Aber er hat Minigun in der Hand. Warum versuche ich ihm das auszureden überhaupt? Ja. Das war. Aber der kommt jetzt nicht mehr. Der kommt erst, wenn du wieder ins Wasser gehst. Wenn ich wieder zurückgehe. Frage ist, will ich ihn baiten? Ja, aber ja, dann würde ich ruhig links rum. Rechts geht es nicht so gut. Genau, darum. Irgendwie. Und dann wieder zurück, ne? Einfach rein und sofort wieder hoch. Ah, okay, vielleicht. Es geht aber, du musst nur vielleicht ein bisschen länger warten. Beta-Rate mache ich. Aber das geht. Die Animation von ihm ist viel zu lang. Du bist schon, ja, warte doch noch, bis du ihn hörst. Das ist so komisch. Das wirkt, als wäre es anders als im Vanilla-Spiel. Kann ja sein. Warum gehen wir erstmal weiter? Das war komisch, aber die Position von Gegnern wird doch eigentlich nicht gerandomt. Nee, das nicht. Warum kommt er dann da immer? So. Da war noch ein Item. Was ja, ja. Da? Ist das hier? Der ist das hier, ne? Minigun. Ja, ja, Auge. Say hello to my little friend. Das ist es, ne? Das ist echt, glaube ich, cool. Ja. Sehr schön. Bisschen. Oh, das ist so befriedigend, das zu sehen. Wie du da mit der Minigun noch das Auge drauf hämmerst. Das macht mega Spaß. Wunderschön, es macht wirklich mega Spaß. Links Item. Gregor hat auch Erfahrung mit der Minigun. Er hat ja einen anderen Endboss als du. Ja, das stimmt. Stimmt. Hey, ich hätte die aber auch gern. Ja. Also ich beneide dich. Falls wir nochmal neuen Seed anfangen, dann mit Claire vielleicht. Hat besseres Boss-Fight. Das wäre auf jeden Fall, du hast recht, das wäre mal interessant, ja. Ja. Das ist gut, das kann man machen. Dann hängen wir zumindest auf eine andere Art irgendwo. Untot. Wenn das Auge platzt, sind die Toten. Das sieht doch so nice aus. Du hast gar nicht so viel Munition verbraucht. Nö, ich habe versucht, also so knapp 50 für jeden. Ich habe 266 jetzt noch über. 400 hattest du am Anfang? Ja, genau. Wie viele Plätze haben wir? Ja, noch ein paar. So, hier passiert ein Autosave, glaube ich, jetzt erstmal. Falls wir das verraten. Ja, da oben links. Aber schon komisch, dass die Minigun nicht angezeigt wird im Menü. Hier ist die OC. Oh. Ja, aber was war denn dann da Tolles im Polizeirevier? War da vielleicht Verlängerung dafür oder so? Kräuter, wahrscheinlich. Aber ich kann mich erinnern, dass wir uns darüber irgendwas gefreut haben. So. Nein. Nichts Essentielles. Also. King Kluck. Mhm. Sehr vorsichtig. Ja, wirklich, Mann. Und wenn du ihn jetzt rausziehst, was ist denn dann? Nee, der bleibt so. Hoffentlich. Dieses Rätsel konnten wir so vernünftig machen, glaube ich. In der Kiste ist noch was. Ne? Dann
Guck mal, und hier ist der King-Plug eigentlich, den ich nehmen würde. Ja. Ah, oh, musste ich den überhaupt reinstecken? Weil hier war ja die Tür schon offen durch den King-Plug, ne? Siehst du das? Ich habe den ja umsonst da quasi reingesteckt. Ja. Oh, 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 oh. Oh, ja, von wegen, vielleicht müssten wir den gar nicht reinstecken, wenn der hier schon drin ist, ne? Dass uns, genau wie beim Turm, dass uns da eine frei ist. Sonst versuch mal hier erstmal alles zu looten und dann den. Und dann gucken wir, ja. Ne? Weil wir können ja den Autosave laden und der greift ja erst wieder, wenn wir rausgehen. Mhm. Okay, also. Hier wäre Item, oder? Nee, da ist nur ein Plug, ja. Das wäre Wer das macht so eine Rätsel? Das kann man sich eigentlich alles komplett sparen hier, ne? Ja. Ein Flammenwerfer ist halt noch hier. Ist das der Flammenwerfer? Irgendwo ist hier halt ein Flammenwerfer. Deswegen wollten wir das hier nicht skippen. Naja, der Flammenwerfer, der da hinten hängt, ja. Aber den kriegen wir ja trotzdem anders. Also wir kriegen Ob das noch ein Flammenwerfer ist eben, ne? War das gar nicht hier? Ich meine, wir haben hier den Flammenwerfer. Na, der liegt, der hängt schon hier, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der real ist. Der wird sich verändern. So, warte mal, wir brauchen hierfür den Plug. Ist es der Queen Plug? Das ist König. Der King Plug, okay. Das ist der. Den hätten wir eigentlich in der Runde drumherum geholt, aber wir hatten die beiden ja schon. Oh, da ist noch was. Ach ja, diese vermaledeite Holzkiste. Ja. Sind da nochmal drin. Auch Magnum-Dingens. Also ein Visier, oder? Ne? Ah, ja. Für die Magnum. So, wir müssen den. Das ist die. Doch, das ist der König. Mhm. Also müssten wir die Queen da vorne reinstecken. Hier ist der König. Hättest du ihn stecken lassen sollen? Ja, wir hätten beide stecken lassen sollen, wahrscheinlich. Den Plug kriegen wir wieder zurück. Packen das hier rein. Ach, hier ist ja beides Queen. Dann, es muss der King Plug bleiben jetzt. Okay, sieht gut aus. Wenn du die benutzt, verändern sie sich auch nicht. Ja. Das Nervenaufreibung. Den Plug wieder zurückholen. Genau. Können den Queen Plug hier reinstecken. Ja, und der King Plug hinten und dann kannst du immerhin die Waffe holen. Aber gut, das ist dann nur ein Kraut oder so, ja? Das ist nur ein Kraut, irgendwas Dummes. Aber hier gab's doch irgendwas Cooles, meine ich. Benzin für den Flammenwerfer gab's hier. Also viel mehr als das haben wir hier nicht mit rausbekommen. So. Platz mehr. Kein Platz mehr. Ja. Also eigentlich war es recht sinnfrei, überhaupt hierher zu kommen, weil wir haben hier kein Item gekriegt. Wir haben nichts bekommen. Wir haben hier nichts bekommen, ne? Mhm. Also kann man sich das fast schon sparen nächstes Mal. Na gut, wir haben die Uzi bekommen und die Leitung. Ah, die Uzi, ja, ja. Ja, man kann sich aber schon fragen, ob das. Ob das es wert war? Ja. Ich weiß es auch nicht. Ja, vielleicht die Uzi schon, weil wir haben echt viel Munition für die Uzi. Also ja. Wir haben nicht wenig. Ja, wenn man es dann halt zum vierten Mal macht, irgendwann wird es dann doch langweilig. Habe ich hier irgendwas übersehen? Ach, ich habe das eine Brett nicht mitgenommen, glaube ich, da oben. Nehmen das. Brauchst du auf jeden Fall eine Kiste. Ja, hier war, oder? Nee, wo habe ich denn? Okay, nur weil die gesteckt haben. Ah, okay. So, mal sehen, ob der Penner respawnt jetzt. Bei meinem Run hatte ich das Gefühl. Ja, ne? Hat er ja, ne? Ja, das kann doch sein, dass sie sich einfach umorientieren und dann kommt da noch einer, genau, der eine, der aus dem Rohr kommt. Ah, wie... Wie, ja, Mann. Das ist ja. Oh, da Poff, hast du es gesehen, ne? Guck mal, nicht mal 30. Hat was für eine geile Waffe für einen ekelhaften Feind.
ohne Panik hier durchlaufen. Ach, das ist so nice. Leon Terminator Kennedy. So. Jetzt kommt doch noch der eine Dude. Sei denn, das war der hier, der irgendwie da hinten hingekommen ist. Ja, der, genau, ist der so hingeschwommen. Den hast du weggecrittet. Den habe ich. Sag ich. Ja. Das war ein Noob. Ich habe ihn gecrittet, ja. Da hängt ein Brett. Ja, aber... wenig gebrauchen. Das ist, glaube ich, auch das einzige Item, was hier noch wäre. Hier ist noch... Ich glaub, ach, das ist das andere Brett. Ja, das ist das andere Brett. Bretter, die die Welt bedeuten. Dann gehen wir zurück zur Kiste. Geradeaus, genau. Und machen den Weg Richtung... oben. Ja, weil da sind ja noch die... wir haben ja den Schlüssel für die Türen jetzt. Mhm. So ein Kack, ey. Wisst ihr noch, als wir gedacht haben, dass wir mit 3 Runden durchkommen? Ja. Das ist easy. Meine, wie lange brauchen wir für den Run? Eine Stunde? Es hätte super easy werden können. Das ist wirklich der... Aber das macht es doch so spannend. Ja, ich finde es ja auch nur lustig. Man denkt... Wäre doch öde, wenn wir da durchrushen würden. Ja. Wir versuchen es zwar, wie die Profis, aber... Es ja, schlecht meint es nicht gut mit uns. Es läuft nicht schlecht. Aber wir haben auch gute Waffen. Ja, wir haben geile Waffen auf jeden Fall. So. Wir sind vielleicht einfach nur zu doof für den Rando. Kann natürlich sein. Naja, er ist auch kein... Er ist nicht unser Freund. Guck dir das doch alles an. Also nur noch den Läufer, den müssten wir noch suchen. Ist er nicht noch? Nee, egal. Wir haben noch genug Wege, also, ja, die wir uns anschauen können, oder? Safe. Ja. So. Auf unserem anderen Spielstand haben wir den Läufer schon. Wir wissen aber nicht, haben, wo. Nee, wir hatten den... den Bauern. Bauern hatten wir. Wir dachten nämlich, wir haben den Läufer. Ah ja, stimmt, ja. Ich glaube auch, es liegt am Läufer am Ende. Ja. Na, wir müssen ihn halt finden. Wir haben jetzt alle anderen, oder? Der eine steckt eben dann noch. Ja. Wir müssten dann jetzt. Der eine steckt, der Bauer und wir haben ihn aber trotzdem schon, obwohl der steckt, der Turm. Uns fehlt der Läufer eben, ne? Ja. Den haben wir gar nicht. Ja. Wir haben welche stecken lassen, die schon drin waren, wie beispielsweise den Turm, der zu einem anderen Item wird. So. Der ist zu beschäftigt. Machst du Party da drüben? Ja. Ich hab was gefunden. Hier kommt aber noch einer, ne? Oder ist es der gleiche? Nee. Oh, wie geil. Es ist auch beim 100. Mal immer noch geil. Ja. Klatsch. Das ist befriedigende kleine helle Explodieren, dass man dafür einen Frame sieht. Das ist so nice. Das ist das Niceste, was ich je gesehen habe. So ein großes Auge platzt. Wie häufig müssen wir das Ding noch benutzen? 2-mal theoretisch. Eigentlich sollten die Stars-Mitglieder mittlerweile so einen MacGyver-Gürtel haben, wo immer verschiedene Cranks dabei sind. Ja, eigentlich schon, ne? Oder? Ja, das müsste so die Standardausrüstung sein, ja, ne? Ja. Gib mir einfach so einen Allzweck-Crank. Ich meine, du hast 5 oder 6 Abenteuer und immer brauchst du diese Cranks. Boah, wo... Dann fängst du doch irgendwann an, dir auch quasi vorzusorgen. Einfach aus... Die Penner waren noch drin. Wie oft kannst du noch rückhaben? So ein Schweizer Taschencrank wäre ganz geil. Der Schweizer Taschencrank! Komm, lass ihn in Ruhe, den siehst du eh nicht mehr. Ja, ich könnte dir... Ja, gut. Ja, okay. Warum wollt ihr ihn leben lassen, dieses widerliche Drecksvieh? Falls du ihn wieder siehst, okay. Jetzt hast du ihn getriggert, Simon. Guck nur, was du angerichtet hast. Ja, aber er weiß doch selbst nicht, was er jetzt macht. Jetzt läuft, oh, nee, okay, komm, vergiss es. Wir werden jetzt noch vergiftet und dann war's das wieder. Nee, das ist die Leiche jetzt, ne? Fuck jetzt. Ich weiß, du willst ballern, Gregor. Ja, ich will ballern. Aha. So. Jetzt erstmal ganz viele Items einsammeln, Leute abballern. Es wartet viel auf dich. Okay. Jetzt hast du, glaube ich, alles. Das ist aber nicht die Mathilda, oder? Nein, das war Mathilda. Nee, Lightning Hawk war die. Das ist Der ist gut, stimmt. Yo! Dein Kopf ist geplatzt, während ich glaube, der steht nicht mehr auf, Bro.
Eine noch? Würde ich auch sagen, das war's. Ey, aber wenn die mit einem Schuss Headshot machen. Ah, die können crippen, halt richtig krass. Oh, das können wir das bitte nur noch machen. Oh, ist das geil. Oh, ich werde so ein bisschen, ich werde richtig riemig, wenn ich das so sehe. Diese Waffe hätte ich gerne den ganzen Tag. Minigun all day. Mache die Minigun long. Oh, so viele Quits. Ja, das ist geil. Und hier geht's jetzt rüber zum. Ja, genau. Den Schuss können wir gleich wegschmeißen. Wollen wir das denn noch machen, hoch oder? Wir würden zumindest den Weg öffnen, weil da waren ja auch noch eine Handvoll Items. Jetzt kannst du gleich die Schlüssel endlich wegwerfen. Ja. Den Crank brauchst du also immer noch. Ja, da ist. Ah. Warte mal, Crank kann ich gleich, glaube ich. Ach, für die hintere Seite, ne? Die kaputt. Guck mal, die beiden bleiben, was sie sind. Wie war das? Pistolenmunition oder hochwertiges Schießpulver mit dem hier. Dann Säuremunition sind die, ne? Das ist ganz geil. Das ist doch gut. Kannst du gucken. Nee, Shotgun. Ah, Shotgun ist auch gut. Haben wir aber gerade nicht dabei. Ja. Du kannst den Schlüssel noch wegwerfen. Hat er schon? Habe ich schon? Nein. So, hat er nicht. Habe ich nicht. Dann war ich ein Idiot. So, nehme ich den Crank, können wir tatsächlich, wenn wir den auch wegschmeißen können, ich glaube tatsächlich hier runter. Ich finde diesen Schweizer Taschencrank immer noch so geil, weil es ist einfach genau das brauchen sie. Ja. So einen dicken Hausmeister-Schlüsselbund mit unendlich vielen Cranks und was man halt noch so braucht. Also auch sowas wie diese Schachstecker kann man ja auf Glück einfach mal mitnehmen. Ja. Oder Sicherungen. Einfach ein Beutel voll Sicherungen. Ist doch kein Problem. Das ist irgendwie so, die müssen so ein Survival. Wo kommen die denn her? Oh, ihr Idioten, ihr Narren. Oh ja, aber das verliert schon gut auf. Der verliert gut Power auf Entfernung, merkst du? Ja. Scheiße! Wo kamen die denn her? So ein ganzes Bataillon Raccoon Police Officer mit dieser Minigun und dann wäre das aber. Das wäre so easy. Wäre kein Problem. Und den Taschencrank. Ja. Ja, was würde denn so ein Survival-Kit am besten haben? Ja, so kleinen Schlüsselbund mit Cranks? Ne? Damit also bei Resident Evil auf jeden Fall. Ja, du brauchst irgendwie so eine Sammlung an obskuren Dichterzitaten oder so. So, ja, so Rätsel für Fünfjährige. Ink Ribbons natürlich. Entschuldigung, ein kleiner Taschenrechner muss mit dabei sein. Ne, für die Rätsel. Ink Ribbons, ja, genau. Oh, nein. Oh, das ist der Falsche. Ja, aber ja, aber stimmt. Das ist der eine, den wir nicht brauchen. Das ist jetzt gerade auch gar nichts, glaube ich. It's a wrong one. Ja. Der FIFA-Falsche. Wir haben die Marke aber auch gar nicht dabei. Leider. Ja, die steckt noch oben im Rechner. My bad. Immer noch. Ja, wir haben ja auch gesehen. Wir haben da nichts gefunden, aber auch. Ja. Es war nichts Spektakuläres. Ja. Wir können hier die Truhe verwenden, immerhin. Der gottverdammte Läufer, ey. Und alles abgesucht hatten wir hier ja auch dann, wo in der Hoffnung, dass wir das Richtige finden. Und hatten es nicht. Am Ende war alles clean, leer geleckt. Na endlich. Never crank. Das kannst du wegwerfen. Na, einer fehlt. Nein, ernsthaft, immer noch rein. Das ist unfassbar, ne? Aber wir können den erstmal reintun, das ist halb so wild. Haben wir die Mathilda? Ja. Du hast drei Messer dabei. Ja, also brauchst du eigentlich nur eins, ne? Ein Messerchen. Also, die fünf sind es, die wir haben.
Wenn man da oben einfach mit dem Messer so eine Kerbe reinmacht, ja, ist das doch ein Läufer. Ist doch alles das Gleiche. Was sind das für Schlüssel? Anyway, wer das macht denn sowas? Ja, offensichtlich die Sicherheitsfirma. Ja, es ist jetzt so eine Sicherheit, da braucht ihr ein paar Buttplugs und dann kommt ihr da durch. Was soll denn das? Das ist halt warum nicht einfach eine Karte? Idee. Ja, weil die sich so abgrenzen von der Konkurrenz. Wir sind die mit den Schachfiguren. Das ist halt so dumm. Nur Umbrella ist der ist garantiert der einzige Kunde. Das kann ich dir garantieren. Genauso wie so von so Moleskine, Tagebuch. Im Dutzenden bestellen die. Ich sag dir, ja, wir hätten gerne 20 neue Tagebücher für unsere Wachen. Ja, das Beknackte ist, es ist wirklich Skin, aber dann eben von alten Wissenschaftlern oder so. Testsubjekten. Ja. Der hat wahrscheinlich eine eigene. Die verwerten das direkt. Die ganzen Versuchsobjekte, das wird alles direkt in alte Lederhandtaschen. Für die Wall Street. Aus Nemesis will ich gerne so eine Handtasche haben, die dann so Star für die Stars. Ey, wenn Nemesis real wäre und du hättest eine Tasche, wo du weißt, das ist echte Nemesis-Haut, würde ich das fucking geil finden. Ja, das wäre geil. Ich habe ein Stück von dieser furchtbaren Haut. Siehst du, da ist noch ein Zahn drin. Ey, eine Tasche, wo Noodles rausgucken, oder wie? Also, wenn man so ein Virus, sag ich mal, in kontrollierten Umgebungen mit Tieren ausprobieren könnte und ich mir das aus weiter Entfernung am Fernseher angucken könnte, dann würde ich das mir alles probieren. Dann könnte es spaßig finden. Sein. Könnte sehr spaßig sein und ich würde es so unterstützen. Vor allen Dingen, die Tiere oder was auch immer du dagegen aufeinander hetzt, die regenerieren sich ja alle. Also es wird ja eigentlich niemand verletzt, weil die durch den Virus, die mutieren ja nur. Die sterben ja nicht. Also es ist gar keine Tierquälerei. Es ist eigentlich nicht mal Tierquälerei, das meine ich. Es ist eigentlich Verbesserung. Enhanced. Tier Plus. So. Ach, na, wie geil das hier so immer funkelt. Das finde ich jedes Mal toll. Die haben echt gute Arbeit geleistet bei diesen Oberflächen. Lichtspielereien. Ah, das Spiel ist einfach so gut geworden. Es ist wirklich richtig gut. Wegen auch Teil 3 kommt da nicht im Entferntesten dran. Nee, leider nicht. Ja, es ist echt, echt komisch. Aber es ist auch, weil der zweite einfach das bessere Urspiel darstellt schon. Ja. Würde ich behaupten jetzt. Ja, die Möglichkeit wäre da gewesen, aber... Oh, oh. So. Snake. Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen, dass sie wirklich alle gelegt wurden. Weil man es ja auch nicht muss, aber es ist ein schönes Gefühl. Sogar ein Stück Styropor. Stimmt. Sieht aus wie so eine wie eine große Taste für den. Ja, vielleicht kann man das ja. Vielleicht ist das für das große Polizeirevier. Ach, das ist erst das kleine? Gigantic World. Oh shit. Das ist wie bei Alice im Wunderland, ne, wo du durch die kleine Tür gehst und das. Und jede Ratte wird zum Krokodil hier in dieser Welt. Oh ja. Da haben wir alles schon geholt. Da ist der Johnny. So, da müssen wir, glaube ich, wohl in den sauren Apfel beißen. Also. Das speichere erstmal. Ach ja, ja. Absolut. Ja, aber was machen wir denn jetzt ohne den Läufer? Das Schlimme daran ist, dass ich nicht verstehe, was wir eigentlich jetzt falsch gemacht haben. Ich leider auch nicht. Wir sind zurückgesprungen und haben es anders gemacht. Es könnte was sehr Frühes gewesen sein, wo wir gar nicht an sowas gedacht haben. Vielleicht noch im Polizeirevier, weil da haben wir ja auch welche gefunden. Ne? Meinst du, es könnte vielleicht noch irgendwo einer in diesen, man muss ja die Filme entwickeln und erst dann kann man bestimmte Items aus Versteck nehmen. Ne? Das könnte es natürlich auch sein. Das eine Versteck haben wir schon im Stars Office, meine ich. Im Weskers Büro. Ja, ich, da ist ein Item, was vorher in den Filmen war. Lass mich mal checken, ob wir alle Filme denn haben. Boah, das wäre verrückt. Wir haben schon alles entwickelt. Wir haben schon alles entwickelt, ne? Das müsste im Menü hier.
Ja. Genau, das sind diese beiden oder gab es drei? Das sind wir die mit dem anderen, hatten wir auch, ja, mit der. Ja. Haben wir beide schon? Ja, das oben ist im Wesker-Büro. Ja. Genau, und das da unten ist der Briefing-Room, also da unten auf der rechten Seite. Ja, dann ach, haben wir beides, stimmt. Das müssten wir auch haben, oder? Ja, also es ist. Ich meine, es außer ist halt noch, einfach, außer nochmal durchgehen und alles checken. Ich glaube, das ist einfach eine Sackgasse. Ich glaube, es ist einfach ein Randomizer-Problem in dem Fall. Also, CS Turm und Springer an derselben Wand sind. Läufer und Dame. Nicht nebeneinander. Ich will dich gar nicht rausziehen. Leute. Nee, man will es nicht. Ne? Vielleicht alles andere. Vielleicht steckt. Lass ihn mal drin. Soll ich ihn mal drin lassen? Ja, ja. Der steckt halt. Vielleicht musst du einmal alle zusammenstecken. Also reinstecken, dass überall was steckt oder so. Und dann probier's mal und vielleicht wird dann irgendwas. Ne? Also Dame müsste mit sein, ne? Läufer und Dame nicht nebeneinander. Ach so, das ist ja noch das Rätsel. Dame und Turm liegen sich gegenüber. Also auch gar nicht, ne? So, also Turm. Ja. Turm und Springer an derselben Wand. Läufer und Dame nicht nebeneinander. Dame und Turm liegen sich gegenüber. Ja, an manchen steht's aber ja auch noch. Achso, steht's? Da steht nicht. Nee, nur bei manchen steht ja was. Die beiden sind noch safe. Und davon kann man sich ja dann orientieren. Oh, bin ich jetzt blöd? Das habe ich da alles auswendig gewusst. Also, Springer ist das Pferd, ne? Ja. Das ist schon so lange her, ey. Müssen wir eh da eigentlich hier haben. Ey, das haben wir doch 100 Mal schon gelöst. Turm und Springer an derselben Wand. Von Dame. Nicht nebeneinander. Ja, der Läufer, der ist halt, glaube ich, an der falschen Stelle auch. Ja, das ist es ja. Der ist auf jeden Fall an der falschen Stelle. Aber wenn wir erstmal es bis dahin vielleicht ändert sich dann der Wert von dem Item oder. Ich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ne? Das kann es natürlich sein. Aber dann fang doch mal an einzusetzen. Also, Turm und Springer an derselben Wand. Das ist doch schon mal etwas. Der Springer ist aber nicht gut als Vergleich jetzt, weil der steckt ja falsch. Nee, der steckt richtig. Wir haben den ja richtig. Moment, der Springer meine ich. Ja, genau. Der steckt falsch. Nee, du meinst den Läufer. Entschuldigung, Springer, Läufer. Springer ist das mein Fehler. Zum Glück sind wir nicht bei dem Schach. Ja, deshalb bin ich dabei. Was aber ist ein Springer? Turm und Pferd an derselben Wand. Na? Also muss der Turm entweder daneben oder da links. Aber Turm muss gegenüber von den Dings. Von der Dame. Von der Dame. Und die Dame darf nicht neben den Läufer. Ja, aber da kann da die Dame sein. Da müsste die Dame aber. Nee. Der muss bleiben, die Dame. Die Dame müsste hier dann. Nee, gegenüber oder da. Da. Okay. Oder wir haben jetzt beide uns gerade verguckt, aber da ist doch gegenüber, ist doch dann der. Dann haben wir hier noch den König. Ja, so gut wie überall. Komm nee. Schon. Nein. Aber du hast doch noch ein, zwei, oder? Ja, aber ich habe keine Plätze mehr. Ach so. Ich kann den natürlich, also ich den kann kannst den, rausziehen. Den kann ich rausziehen, weil ich habe ja meinen eigenen. Zweiten. Ja, stimmt. Ja, aber dann gib mal deinen rein. Kannst du ihn nicht? Ja, hä? Aber siehst du, vielleicht, das ist, was ich meine, vielleicht haben sich jetzt die Werte geändert oder so. Es wird ja, okay. Hä? Ja, warte mal, kann es sein? Hä? Oh! Ja, aber Moment, kannst du es jetzt auch nehmen? Okay, ja. Ah, what? Dann mach jetzt aber da den Porn wieder rein. Dann mach ich den Porn hier rein. Okay, und jetzt den. Die Dame wechseln? Die Dame, wechsel mal die Dame, ja. Warte. Ja, genau. Dame und Turm liegen sich gegenüber. Turm ist ja jetzt aber in der Mitte. Ja, mach den Turm in die Mitte. Turm da in die Mitte, aber der Läufer muss an der anderen Seite. Ja. Da, wo der Turm jetzt ist. Genau, König und Läufer austauschen, okay. Hä? Der Witz ist, ich wusste das mal auswendig. Okay, aber Läufer hier, ne? Ja. Und dann? Und dann der König? Genau. Selbst wenn wir jetzt ein, zwei Sachen vertauscht haben, wir haben ja plötzlich alle. Oh! Wer hätte das gedacht? Holy shit! Aber wie ist denn das jetzt passiert? Ich habe keine Ahnung, es ist verbuggt. Aber es ist dann wirklich so, wie ich meinte, dass sobald wir die anderen richtig stecken, du hast absolut recht. Du hast recht, Simon. Du hast absolut recht. Wie wegen Speedrun-Dale, wo die immer diese Item-Manipulationen machen. Da kam ich drauf. Oh, holy shit. Alter, das hat ja echt geklappt. Oh, ich bin so glücklich. Du bist ein Genie, Simon. Du bist ein wirklich ein. Ich habe ja eigentlich nichts gemacht, Genie. Aber ich nehme es trotzdem an. Ja, also wir haben das, ey, unsere Ausdauer. Ja, das ist nur, weil wir nicht aufhören. Unser Pessimismus hat, unsere Verzweiflung und der Pessimismus haben sich ausgezahlt. Leute, wir haben vorhin den Läufer rausgezogen und es war ein Kraut oder so. Genau.
Und jetzt ist auf einmal was, das Richtige. Also wie das andere zum Magazin wurde. Also das, bei dem einen hat es irgendwie sich, es ist ganz weird. Das mit den Schachfiguren ist ganz komisch bei den Randomizer. Ja. Falls ihr das selber spielt, seid echt vorsichtig. Seid super vorsichtig. Ich mach, also safe haben wir gemacht, ich mach noch, hier, das war der letzte hier unten. Aber ich würde sagen, lass uns eine kurze Werbung machen. Dann habe ich bis hierhin gespielt, dann gebe ich jetzt gerne weiter. Ne? Und dann kann jetzt gerne jemand weitermachen. Wir werden es vielleicht beenden können. Ja. Das ist krass. Ich kann es mir noch nicht glauben. Bis gleich. Bin gespannt. Bin immer noch erleichtert, ey. Das ist so. Das ist so richtig ein dickes Gewicht von uns gefallen, ja. Freunde. Wir haben es geschafft. Die schwere Stelle ist hinter uns gelassen, mehr oder weniger. Ja. Ich überlege gerade noch, welche Waffen ich nehme. Also, was gut hilft, du hast ja den Granatenwerfer. Du spielst ja nicht mit Claire, ne? Aber die Feuergranaten sind normalerweise echt gut für den nächsten Boss. Ach, stimmt, jetzt kommt der Boss, oder? Ja, genau, weil oh, shit. Der brennt ja dann noch nach. Was zu unserem Negativen hier ist, ist, wir haben nicht den Framerate-Trick, den wir anwenden können, weil es hier leider nur auf die 60 limitiert ist. Das heißt also, wir kriegen den nicht so schnell weggehauen, aber eigentlich kannst du den mit einer Handvoll Flammengranaten plus ein bisschen Messer sollte funktionieren. Und wir haben noch 60 Schuss mit der Minigun. Okay. Die MP haben wir auch. Ich wollte die Minigun aufheben, weil es sind nur 60 Schuss, aber die ist halt richtig geil und für so einen anderen Endgegner ja, vielleicht und, noch besser. Und vielleicht ist die tatsächlich auch ganz cool für das normale Durchlaufen einfach, wenn du für normale Gegner so 2-3 Schuss brauchst. Für normale Zombies sind 60 Schuss sind vielleicht 6 Zombies. Das war wesentlich befriedigender jetzt, diese 4-5 normalen Zombies damit wegzuhauen, als die großen Schleimblobos. Ja. Ich habe alles vergessen übrigens. Hier ist jetzt noch ein Item, aber mehr weiß ich auch nicht. Jetzt kommt die Nummer, genau. Ja, ja. Mit der Granate. Warte mal, aber der Trick geht doch weiterhin. Hier die MP. Ja. Der Granatentrick geht aber weiterhin. Den konnte ich nie richtig machen, leider. Aber der hat nichts mit den Frames zu tun, glaube ich. Der hat eher was damit zu tun, dass man das an der richtigen Stelle machen muss. Ja, der Typ befindet sich ja eigentlich hinter der Wand und du triffst ihn damit irgendwie, ne? Und triggerst ihn. Ah, ich speichere noch mal kurz ab. Nur leg das Ding doch auch noch kurz in die Truhe. Nimm den obersten gleich, ne? Ganz kurz, was in die Truhe? Das Magazin da oben. Ach, das. Ach, das, was wir gerade cool haben. Das brauchen wir nicht. MQ, nee. Das ist für die Dings, ne? Da ist die MQ11, haben wir da. Ja. Ja, können wir nachher später machen. Ja, genau. Das Schäfer einfach drüber. Ein neuer Safe. Das ist wirklich toll. Ein neuer, sicherer Safe mit offener Tür. Das ist wie wenn du die Security-Tür zum Labor in Manic Mansion hast. Ja, das ist toll. Weißt du, die mit den drei Schritten? Ja. Der Moment ist es hier. Ah. Du sagst, ich habe 18 Jahre darauf gewartet. Das Schlimme ist, dass bei Manic Mansion dann ja noch lange nicht das Ende ist. Du musst es ja trotzdem noch schaffen und so. Das ist schon gut gemacht. Übrigens kürzlich Sam Max nochmal durchgespielt. Das Original. Oh. Ist immer noch ein super Spiel, aber die Logik ist fast schon Sierra-mäßig bei manchen Rätseln. Das befürchte ich, ja. Es ist zu unrealistisch. Also es ist nicht so heftig wie bei Grim Fandango, weil das ist ja komplett abstrus. Ja. Aber es ist schon abstrus genug, leider. Es sind ein paar Spiele echt, die sind gar nicht mehr heute lösbar ohne Lösung. Die 1, 2 und 4. Discworld auch, ja, eins, leider. 1, 2 und 4, ne? 1, 2 und 4, glaube ich, oder? Ja. Wie immer hat der Gregor völlig recht. Ja, Discworld. Was ich empfehlen würde tatsächlich für Discworld, oder wohl, wir machen erstmal den Boss jetzt hier. Aber Blazing Dragons, kann man sich gerne mal angucken. Das habe ich damals nie gespielt. Ich kenne die Demo. Das ist cool. Ja, irgendwie ein interessantes, ich meine, ein Drachen-Adventure. Ja. Hey, hätte ich das jetzt schon machen müssen? Ich glaube, der ist noch in der Luft, ne? Yes. Ich glaube, das war zu früh. Nee, jetzt kommt er. Kannst du an ihm vorbeilaufen hier gleich. Es ist so verrückt, ne, wenn der auf dich zukommt, kein normaler Mensch würde in diese Richtung laufen. Nee, haben wir Energie mitgenommen oder so? Das musst du von da unten. Ich weiß, doch, wir haben, ja, okay. Gut. Weiß gar nicht, ob da überhaupt dann richtige Kräuter jetzt unten sind, weil da sind ja auch lauter Items verteilt. Der Kram liegt natürlich da, ne, ist klar, aber ob das genug ist. Ich habe auch wirklich vergessen, dass dieser Kampf jetzt gerade ist. Vielleicht liegt hier ja eine Bazooka irgendwo rum. Ja. Aber ey, der Flammenwerfer ist wirklich geil, da fällt schön aufs Auge rauf. Ja, das tut richtig weh. Oh, brauche ich nicht. Blöde Dinger brauche ich auch nicht. Ja, schnell nachladen, das wollte ich ja. So. Schön auf Sauge. So, jetzt ist er am Staggern. Jetzt. Muss ich jetzt schon? Jetzt zu spät, glaube ich, fast schon. Jetzt habe ich dich. Ich will ihn ja nicht staggern eigentlich, weil das ja eh nicht geht. So, ja.
Er muss ja nur einfach. Achso, ja, dann zieht sie beide rauf. Nochmal. Müssen hier genug Energie nur weg. Bam, Junge! Vielleicht reicht das schon. Das müsste doch eigentlich reichen. Natürlich. Nein, einer noch. Was? Oh, come on! Ja. Macht nichts, aber zieh ruhig noch, du hast ja noch genug davon. Ja, aber um ehrlich zu sein, habe ich. Ich war so irgendwie gedacht, das reicht. Aber ich kenne ja die Wirkung der Granaten nicht so gut wie. Ja, also ich habe meist, ich glaube, 4 Granaten gebraucht. Allerdings, ich habe zwischendurch auch Messerrunden gemacht, ne? Ja. Oh. Siehst du, finde ich noch den langen Lauf. Ja, warte bis er hier ist. Ja, ich will ja auf gar keinen Fall. Weißt du, wenn er brennt, dann läuft er noch eine Zeit lang weiter, aber dann greift erst die Damage, dass er sich quasi so hinkriegt. Mhm. Ne? Ja. Also kannst du ihn einmal anballern, wenn er in der Nähe ist. Und bleibt noch, weil er greift noch an. Ja, ich will natürlich nicht in seine Wut reinlaufen. So, jetzt staggert er. Ja. Jetzt hast du ihn, glaube ich. Jetzt aber! So, warten wir das ab, erst ballern, wenn es wirklich nötig ist, sonst verschwenden wir einen. Das reicht. Haha! Das war's. Vergiss nicht, gleich unten ist noch ein Item. Das habe ich gerade aufgehoben. Das war der lange Lauf. Ja? Lass mal checken gleich. Oh, dieses Auge, ne? Wie ist so ein bisschen Panik bekommen. Ja. Das hast du davon. Das ist mal ein Boss. Das ist wirklich ein Boss. Da liegt noch eine Munition. Nicht so wie dieser. Ah, da auch noch. Du hast völlig recht. Dr. X-Lappen. Ja. Für den bin ich los. Check mal auf die Karte. Hier. Ich muss gerade mal, was ist die Karte? Select, hier, Share. Share, ja. So komisch. Okay. Hier haben wir alles. Ja, super. So vernünftig verlaufen. Ui. Ja, mich ärgert, dass ich ihn nicht beim ersten Mal erwischt habe, aber da habe ich die Granaten falsch eingeschätzt. Aber ich hätte auch gedacht, dass er dann sofort gestorben wäre. Ja. Ja. Sherry abholen ist nicht, ne? Ja. Achso, kann man wegklicken, ne? Kannst skippen. Speedrun-Mode. Ach, ihr wisst alle, was passiert. Die Standseilbahn bringt uns runter zum Nest. Dieses Armband ist unsere Fahrkarte. Nett. So muss man aussehen, wenn man den Resident Evil spielt. So richtig im Arsch. Notdürftig versorgt mit irgendwelchen läppischen Bandagen. Und so ein Kleid muss natürlich auch anhaben. Ist immer noch nicht geklärt, warum ausgerechnet die immun sind gegen die Zombie-Plage. Oder wurden die nicht oft genug gebissen, damit es greift? Wie auch immer. Ne? Es ist, glaube ich, dass sie einfach zu oft gebissen wurden. Ja. Das ist einfach schon längst. Sehr Herdenimmunität so. Ja, das ist wirklich die eine Sache, die mich an der Logik furchtbar genervt hat, seit Teil 1. Dass die als einzige irgendwie nicht. Ne, das, ja. Na, das Ding ist, die meisten Leute, die infiziert werden, haben wahrscheinlich keinen Bock, jedes Kraut aufzusammeln und sich zu heilen. Das wird wohl sein. Das ist deren Problem. Sie sparen sich das Kraut für ihre Endbosse auf, aber ja, haben sich längst verwandelt bis dahin. Wie würde so eine Immunisierung zum G-Virus oder dem T-Virus denn aussehen? Würden dann kleine Zombie-Kinder kommen, die dich so ein bisschen anknabbern, damit du damit du ein bisschen mit der Blutbahn mischst? Lutschen, so die so anlutschen. Die lecken dir über die Arme. Zähne haben. Du nimmst nur Milchzähne, Babys, damit du auf jeden Fall. Genau. Nee, sie beißen dich, Babys, die noch gar keine Zähne haben. Weil noch irgendwas? Weil du das Zahnfleisch. Guck doch mal mit Select. Nö, nee, nur der Überwachungsraum, der Shit-Kram, ne? Und den anderen Käse, den wir alles aber wir machen eh auch neuen Safe gleich, also glaub nicht, dass wir nochmal zurückgehen müssen, weil Flammenwerfer haben wir jetzt nicht, aber was soll's. Hier gibt es, ich weiß es nicht mehr, gibt's hier noch so einen Ausweichbutton? Nee, gell? Nee, ich nicht. Vor 3. Nur bei 3, ja. Also wenn ich dem Dicken ausweichen will, wie macht man das normalerweise nochmal? Ich hab's echt vergessen. Also das Einzige, was du hast, ist das schnelle Umdrehen, ne? Hinten im Kreis. Okay, das habe ich, aber das nutze ich ja auch. Naja, jetzt kommen ja eh keine von denen mehr. Jetzt kommt ja nur noch große, klobige Gegner. Die Armbänder machen mir eben noch Sorgen, ne? Das muss ja nicht zwangsläufig da sein, wo es bisher gewesen ist. Shit, du hast recht, die Armbänder, die habe ich ganz vergessen. Aber ist es nicht so. Na, doch, du hast recht, die sind auch verteilt, ne? Mhm. Aber zum Glück haben wir ein Armband vorher schon gefunden? Nee, das nicht. Nee, aber es ist ein sehr kleines Areal, wir werden alles finden. Ja. Da mache ich mir wenig Sorgen. Es tut mir immer ein bisschen so leid für die dritte Tür, die dann bzzzt macht. Ja. So, ach, ich habe Job getan. Mein Job auch. Und wie scheiße, wenn die dritte Tür nicht aufgeht. Moment, ich komme auch mit. Ah, ah, machst du die Augen, ne? Du siehst nicht. Kurz vorm Heulen, ey, der Arme. Ich stelle mir das Tor irgendwie mit Trans-Stimme vor. Ich weiß auch nicht warum. Zu viel Game One gesehen. Das T-Virus ist.
Okay, so, da, du kommst weg, dich braucht man auch nicht. Ich nehme gleich wieder die Säure. Ja. Wobei ich sagen muss, hier mit Schrotflinte würde ich auch gerne mal wieder ein bisschen. Ja, dann lass doch die Schrotflinte. Du hast ja jetzt 8 Schuss mit dir. Und du hast die, und die langläufige. Ist das für die richtige? So. GM79. Stahlrahmen, Hochleistungsmunition, das ist dann für die. Für die Handfeuerwaffe. Handfeuerwaffe, ne? Kannst ja einmal auf Select drücken hier und dann werden die sortiert. Im Menü. Share. Auf Share, okay. Entschuldigung. So, Matilda, guck mal, wir haben SLS, MQ, oh, ich kann die richtig gut aufnehmen. Die Lightning Hawk kannst du zweimal sogar, das ist Maschinengewehr. Ja, wir können die ja schön auf alle erstmal upgraden. Das machen wir schnell mal. Ach, und wir hätten so viel Mag-Munition, ja. Oh, schön viel Kampfmesser. Aber wenn wir hier so viel Zeug haben, das bedeutet ja auch, dass irgendwo jetzt auch nur Scheiße kommt, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja. So, ich packe einfach mal alles rein. Ja, ich würde mal alles. Das mache ich gerade. Okay. So. Den Schalldämpfer noch. So, jetzt wird erstmal gebaut. Ja, richtig gutes Ding geworden, die Matilda mittlerweile. Oh, das haben wir nicht, oder? Hier der SLS. Ich dachte, wir hätten das. Die haben wir, glaube ich, nicht. Ah, und auch nicht den Schnelllader. Krass, das war eine der ist die andere Magnum. Eine der Handfeuerwaffen. Shit. Ich glaube, es ist eine der Magnums, oder? Wirklich? Das sind die zwei. Oh, wie toll das ist, oder? Was sie hier gerade war. Ja. Wie so eine Montage. So die A-Team-Montage, nur da haben sie ja keine Waffen. Aber mach mal weiter und ich mach. Ich habe leider nichts mehr. Doch, du hast noch Visier für die Lightning Hawk. Ja, für Moment, die Magnum. Was ist eigentlich die MQ? Haben das die ist auch? Genau, wie ist das Ding? Ja. Hä? Hab ich jetzt zweimal den. Ja. Okay. Das ist zweimal upgegradet. Dann ist ja doppelt stark, oder? Mhm. Und leise. Visier. Ja, das Schockgewehr und den Flammenwerfer haben wir leider beide nicht. Benziner. Schockgewehr kriegen wir bestimmt noch. Ja? Ich glaube auch, wir kriegen noch ein bisschen was davon. Ups. Die Lightning Hawk, wo ist sie denn, die Magnum? Ja, cool. Weil vielleicht hast du die schon. Die hast du doch schon. Ach, die hast du schon im Menü. Ja, wir haben nur das Visier nicht gehabt. Ja. Ja, so war's, okay. Hammer! So, jetzt geben wir mal wieder ein bisschen ab. Reicht ja auch. Nimm alle Waffen mit. Oh, ich will die auch so gerne alle mitnehmen. Ich nehme die Schrotflinte mit und die MP. Ja, wenn das für euch okay ist. Ja, oder wollt jemand von euch die MP haben? Nee, ist cool. So. Wir haben genug MP-Munition anyway. Ach ja, Hammer. Gut, was zum Schnabulieren noch? Dann habe ich es aber auch wirklich. Da sind ein paar schön gemischte Kräuter noch drin. Ja, hast du gut gemacht. Oh, ich freue mich. Das werden wir durchkriegen. Kommen wir ist in der Computer, oder? Ja. Ja. Kommen wir in dem Raum, wo Claire drin gewesen wäre sonst da drüben? Oder ist der zu? Nee, kommen wir auch rein. Ich glaube, in den Randomizer kann es sogar sein, dass auch Leon zum Beispiel den Herzschlüssel bekommt und Claire den Kreuzschlüssel. Wir haben ja schon gesehen, dass da ein bisschen gemischt wurde. Oh, okay. Jetzt schon? Okay, das braucht man auch. Ja. Also das ist gut, dass es hier ist. Ja, weil wenn wir es anderswo rausgenommen hätten, da wo es drin sein soll, wäre es 100% nicht drin gewesen. Mhm. So, auf die 2 können wir ja noch nicht. Nee. Deswegen machen wir das. Oh, 400 passen gleich rein. Toll. Das ist nice. Nice. Geht's gleich. So, und hier auch müssen wir eigentlich auch alle wegkommen, weil hier waren ja einige Items, ne? Hinter dir nicht vergessen, ne? Mann, das ist aber auch echt. Ich dachte nicht, dass der kommt. Ja, das holst du ja wieder. Die hast du. Okay. Der hinter dir. Imi, auch wenn ich das rausziehen konnte? Ja, der steht wieder drauf. Das ist nicht zu passen, ne? Ja, jetzt ist er. Mit dem eigenen Messer. Ja. Ach, verdammt. Ich wollte nur so tun, als wäre ich tot. Pass auf, links sind vielleicht auch noch welche. Da war doch der. Die sich da gegenseitig abessen, ne? Den rechts habe ich aber schon. Hinten an der Treppe ist auch einer, ne? Ah, da ist sie doch. Da ist die andere Magnum. Ja, aber es ist nicht die SLS. SLS war, glaube ich, eine Handfeuerwaffe. Komm, die nehme ich jetzt mal. Ja, mach sie mal. Ich hab die nie benutzt. Aber die machst du nur aus der Hüfte, ne? Hey, ja, schieß in den. Ich warte, bis sie wieder hochkommen. Batmunching. Tot? Yo, ja. Die ist mehr als tot. Ich glaube, ein Schuss hat dir gereicht. Echt?
Ja. Ich war, ist das eine Magnum? Bist du sicher? Ich glaube, das ist eine Magnum. Aber das, dafür hat die aber ganz schön schnell und wenig laut. Ja. Da ist noch einer. Ja. Genau, der vor der Treppe. Okay, gucken wir mal, ob einer reicht. Nee, siehst du? Du hast auch nicht getroffen. Ich weiß. Psst. Ist auf meiner Seite. Der steht nochmal auf. Es ist aber auch echt verlockend, diese ganzen. Stech ihn ab! Ja, ich hab leider keinen. Ah, du hast kein Messer mehr. Dann trampel auf ihn. Das müssen wir von der anderen Seite. Liegt's hinten. Ah, hier. Da ist er wieder. Da ist er. Ach, trampeln kann er ja erst ab Teil 4. Du musst es noch lernen. Mach einen Suplex. Ah, jetzt reicht's aber auch wirklich. Guck mal, ob hier mit Select noch irgendwas ist oder zählt der andere Raum auch mit rein? Ja, der andere nee, zählt. Also in der Küche, ja, weil hier wir rechts. Oben rüber müssen. Hier rechts. War hier immer was? Irgendwas also, nee, so ein Mr. Penis, wie heißt der nochmal? Mr. Raccoon. Mister, was wolltest du gerade sagen? Penis. Mr. Peninsula. Es ist Halbinsel okay, auf Englisch. Okay, ganz kurz. Hier, da liegt doch, ach, das ist... Zwei Sachen ja, liegen. Aber vorne ja. Liegt auch noch eins hier in der Ecke, ne? Das bei dem, hier, oder? Ja. Ja. Wo, ah, wie wo war der jetzt her? Ach, der ist hinten in der Küche, nehme ich an. Ah, ja. Nee, das gibt's doch nicht. Da ist er wieder, der Kollege. Das ist auch der von eben, ne? Ja, das ist ja. Er. Dr. Ehrgeiz. Du hast noch nicht mal mehr ein Gesicht. Braucht er nicht. Ja. Er hat Zähne, damit kann er beißen. Aber ist vielleicht auch ganz gut für ihn, so kann er sein Gesicht nicht mehr verlieren. Als Arzt. Ja, absolut ehrenlos. Ah. In die Küche kommst du noch nicht? Doch. Nee, doch, hier doch. Jetzt. Ach so, ah, okay. Ja. Ich glaube, hier lag keiner, aber vorne ist ja vorne dieser ist der Wachmann. Einer, ja. Den man immer so schön Kopf geben kann. Ja, hier war ein Messer eigentlich und das Pulver. Chip ah, Nummer 2. Ja. Das ist doch sehr geil. Gut. Kombinier gleich. Nice. Und ein Messer, ne? Messer schön. Das wird aber zu Sprengstellen. Das hättest du auch liegen lassen können. Ja, aber ist egal, das packen wir ja gleich in die Truhe. Schwierig, weil der nochmal. Hat ja Schutzkleidung. Ja, aber, er hat keinen Arm mehr. Ja, das ist hier das ist die eine Stelle, die nicht geschützt ist, zwischen den Armen. So, wir haben ja jetzt schon das Gerät. Wir können das jetzt schon das Ganze schon manipulieren. Ich hoffe, dass es sich nicht verändert. Oh, nochmal Gewehr-Upgrade. Also du meinst, was meinst du jetzt? Ja, wenn du es jetzt reinsteckst und dann die Modulation machst und wieder das raus. Danach. Oh, ja, du hast recht. Fuck, das könnte ja tatsächlich passieren. Ach nee, komm, dich lasse ich mal liegen. Hier ist gar nichts. Okay, jetzt machen wir erstmal das. Muff. Ist es denn das Muff? Das benutzen, ne, oder? Ach ja, ja. Ah, das stimmt. Ja. Okay, dann nimmst du automatisch. Das ändert sich raus, nicht. Ne? Oh, gut. Check mal, ist das in deinem Menü noch drin? Keine, ja. Ach, für da, unten, das ist auch wichtig, ja, okay. Soll ich den jetzt nicht lassen, oder bringen um, who cares? Ja, ich überlege mich. Na, warum nicht, komm. Falls er es überlebt hat, gut für ihn. Falls nicht. Falls nicht, schießen wir nochmal. Ja, ich weiß, ich habe leider kein Messer. Critting. Schießen einfach nochmal. Das war klar. Weil die halt immer nochmal aufstehen. Ah! Oh! Oh, da hat jetzt aber auch keiner mit gerechnet. Scheiße, er hat mich sogar original noch gebissen. Das musst du dir mal reinziehen. Der erfolgreichste Zombie aller Zeiten. Jetzt stirb doch jetzt mal bitte. Der ist durch. Ja, der ist wirklich jetzt durch. Aber der da vorne vielleicht noch nicht, ne? Er liegt neben seinem Arm. Er hat gesagt, wenn ich mich jetzt nicht bewege. Na, du. Oh. Ich hab auch was gehört. Oh, er hat gefurzt aus Versehen. Ja. Oh nein, verdammt. Guck mal auf die Map, ob wir alles haben. Achso, das eine hast du liegen lassen. Das ist ja nicht das Kraut, das ist egal. Also. Ja, ich habe leider keinen. Okay, jetzt können wir also wieder Waffen kombinieren. Mhm. Kannst du, das ist für eine andere Shotgun, diese Verlängerung, die du gerade bekommen hast, oder? Das kann sein, wir haben ja die zweite Shotgun. Du hast gerade was bekommen. Ich gucke gleich mal. Ja. Das Ding. Mathilda. Nee, ist für die Mathilda, ist für die Handgun. Aber
erstmal egal. Also das tut mir leid mit dieser Großkaliberpistole. Ich habe es wirklich gar nicht gecheckt. Nee, alles gut. Dass die so, dass die halt, ich meine, das ist einfach geil, mit der rumzuballern, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Benzin kannst du zurücklegen, das brauchen wir ja nicht. Das Ding. Das Pulver. Die Kartusche. Die brauchen wir gleich. Jetzt schon, ja, okay. Nehmen wir mal mit, das Ding nehme ich gleich, das Ding geben wir ab. MP-Munition, komm, geben wir ab. Wir haben ja genug. Anwesenheit im Ostbereich. Willst du es hier? Nee, ne? Ja, das hier macht die Bosse. Ja, finde ich auch gut. Okay, ich biet's dir auch nur an, damit du jetzt nicht latsch die Wege, machst die Rätsel und ich baller die Bosse. Ja, ja, ja. Finde ich gut. Das finde ich auch gut. Hat er Videosave oder was hat er? Ah, Dokument. Ja, aber es ist kein Item. Ist klar. Der arme Kerl, ne? Wie oft haben wir ihn schon durch diese kalten Anlagen und der Umbrella... Nee, nur du warst das. Gregor macht das mit Claire. Ja, ja, aber diese Hallen, ne? Die leeren, langen Gänge. So, für den armen Leon-Charakter. Hier, das ist ja quasi was, wenn wir das als Speedrunner machen, dann ist es wie so Murmeltiertag, ne? Er hat gerade die Welt gerettet, da legt er sich hin. Put your little hand in mine. Oh nein, Zombie-Flagge schon wieder. Deswegen ja Speedrun, deswegen er kennt sich schon so gut aus, er weiß, was er machen muss. Ja, gut, ich mach's. Ja. Bedeutet das, und täglich grüßt das Murmeltier, ist der erste Speedrun-Film gewesen? Eigentlich ja. Also, ja? Ist eine Hommage an Speedrunner. Messer, ja, können wir gebrauchen. Messer? Okay. So, die Penner, die Pflanzenpenner. Ja, du hast gar nichts. Das ist nur ein Text. Führungspersonalrechte für Computer. Du kennst doch noch den Dingens, oder? Fuse und noch was. Simi. Ja. Kann man das jetzt schon machen? Ja. Mal gucken. Ja, das ist nicht die perfekte Waffe dafür, aber. Nee, eigentlich wäre es die Flammen. Ja. Soll ich die noch holen schnell? Nein, ich glaube, auf dem Rückweg mach die mal erstmal. Mach die doch eher mit der Shotgun, oder? Ist das nicht besser? Ja, ich wollte mal gerade gucken. Weil der stirbt ja erst, wenn diese Dinger kaputt sind. Ja, genau. Die kannst du vielleicht besser werfen. Ah, das geht aber super. Hast du ruhig Zeit? Ja, ja. Reicht das? Da liegt noch ein Item, ne? Die kommen oft noch mal wieder. Ich verstehe auch nicht, warum. Aber denen wachsen dann oft noch mal. Da liegt ja irgendwo noch was. Der ist eindeutig noch am Leben, oder? Ja. Oder kann er was erzählen? Hast du ein Messer wieder mitgenommen? Ein Messer haben wir, ja. Okay. Frage ist eben, wo sie scheint zu sein. Ja, aber der müsste so zusammenkräuseln doch dann auch, ne? Ja, also der kommt später noch. Und zwar dann, wenn ich der Dings verfolge. Ja, hier fällt noch einer runter. Aber ich glaube, er ist... Nee, der steht auf. Ja. Was zur Hölle? Oh, du hast nur noch 8 Schuss, ne? Achso, nee, das ist die Shotgun schon wieder. Keine gute Stelle. Ja. Can't shoot him in a dick, man. Shoot it. Ja, es ist so... Ja. Okay, die MP ist wirklich ganz gut für die, ne? Super dafür. Zum Aufhalten ist es super, wenn man... Mein neuer Lieblingswaffe. Wenn man mal Zeit hat und nicht immer durchrushen will, dann ist die ganz geil. Was war das gerade? Keine Ahnung. Kraut, oder? Moment, sagt's nicht. Fuse. Das ist F, glaube ich. Boah, was ist denn hier? Das U. Das die beiden Striche, oder? Ja, ich würde auch sagen. Das S ist ein drüber vielleicht. Umgekehrtes S. Das hier? Nee, ein drüber. Ja, ja, das hätte ich jetzt auch genommen, aber das ist eigentlich falsch, ne? Ich weiß. Aber, ja gut, es sollte ja auch kein... Muss ja keinen Sinn ergeben. Ah, okay, Fufi. Und das andere war Simi. Okay, das kann man sich merken. Das kann man sich merken. Aber was ist da? Ja, das ist das I. Was? Ja. Achso, ist das das S? Ich hab keine Ahnung. Das ist ein M, bitte. Ja, das... Also das ist schon... Mal checken. Es gibt sowas wie ein M. Ich nehme das. Dann nehme ich das. Und jetzt müssen wir das M finden. M ist ja so... Ich glaube, ich habe mir das irgendwie so... Das muss eines von denen sein. Oder... Ach ja, die Trophäe hast du in Dings. Scheiße. Okay. Ja, wir googeln gerade nach. Check mal. Du kannst ja ein bisschen die anderen Sachen machen. Ich check mal auf dem Coach. Kriegst jetzt raus, pass auf. Ach, hier ist ja auch noch einer. Ja, okay, das ist er wahrscheinlich. Nee, also gleich ist er. Moment.
Das ist, ich sag mal so, es wäre S. Kann aber auch noch ein anderer sein. Battle gegen Gregor. Alle kurz, ja, ja, probier ruhig. Deine dann ist das vielleicht der untere, der breit, das breitere I. Ja, das hier meinst du? Ja. Ja, aber das habe ich schon probiert. Möchten Sie jetzt den unteren Seite wechseln? Nein, ihr könnt mich. Vielleicht nicht zweimal den gleichen, sondern unterschiedlich. Nee, da würde ich mich dran erinnern. Das war halt echt eigentlich super easy. Aber was ist davon ein M? Nix! Nix! Das sieht nicht aus wie ein M. Das ist die hier. Das war das, was auf der Trophäe war, ne? Ja, das ist es auch. Also kleiner Strich und dann dicker Strich. Okay, das war's. Es ist schon so ein bisschen richtig, aber auch nicht ganz. War kleiner Strich. Kleiner Strich, und dann dicker Strich. Das dritte andersrum. Oben. Ja. Das hat ja nichts mit einem M zu tun. Simon, wie hast du dir das denn gedacht? Das sieht für mich aus wie ein Siggi. Yeah. Ja, also, aber du, ich... Okay, ab jetzt Siggi-Code. Aber ihr habt schon mitgekriegt, ne, dass ich das immer wusste. Aber es ergibt eigentlich keinen Sinn. Aber man, ich hatte es mir so gemerkt. So wie du es dir merkst. Du hattest schon diese Kartusche, die du eigentlich unten bekommst, ne? Ja. Die hier eigentlich rauskommen würde, hast du aber schon. Mhm. Jetzt kriegen wir sowas anderes hier. Das ist eine gute Frage, genau. Hä? Ach so, das ist die alte noch. Die alte Lösung. Jetzt bin ich aber gespannt, was ich kriege. Ja, Shotgun-Shell. Das wäre gut, so ein Schrotflinten-Munition-Dispenser, wenn man den. Ja. Den kann man in Resident Evil auf jeden Fall gut gebrauchen. Okay. Jetzt kommen noch mehr von den Dödeln. Scheiße. Goodie. Oh oh. Kannst du noch nicht nach hinten? Ja, wir müssen ja erstmal hier rein. Erst den Saft wieder reinpacken. Eine Granate da unten. Was auch immer das war. Okay, kriegst ein bisschen schnell die Items weg. Man sieht gar nicht, was das war. Entschuldigung, ich wollte nicht. Ah ja, okay. Pulver, ne? Pulver und Krimskrams. Manueller Modus. Rot, grün, blau. Bitte Lösungsmenge an Kartuschenkapazität anpassen. Möp, 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 möp. Wie lange das beim ersten Mal gedauert hat. Warum kann das der Computer nicht allein? Der ist doch prädestiniert, um sowas auszurechnen. Warum muss ich das machen? Was ist das vor allem für eine Sicherheit, dass man sowas, das, also warum muss da manuell was gemacht werden? Ne? Warum? Ne, genau. Vielleicht brauchst du sowas im Notfall, dann ist das echt unpraktisch, wie man ja sieht. Naja, deswegen sind wir nicht arbeiten. Damit das keine Roboter machen, so wie Captures. Also ist das Pandemie-Capture hier? Ja. Pass auf. Ach, da. Leber runter, oder? Ja, aber der hinter dir alle, die kommen nachher alle wieder. Hinter dir ist er nämlich auch aufgestanden gerade. Ist er? Nee. Nee, aber was war denn da durchgegangen? Oh, das hat mir gerade echt Angst gemacht. Aber es hätte sein können. Ja, es sah ja danach aus, ne? Als ob es sah wirklich aus. Turn around. Okay, turn nice. Turn around. Ach, das war einfach nur Umgebung. Ah, siehst du, wächst ihm so ein neues Bläschen. Ja, mach es kaputt. Und geh schnell durch, bevor denen noch mehr Blasen wachsen. Eine Frechheit, dass die einfach wiederkommen. Ja, denk dran, hier einmal links um die Ecke ist da auf die Karte und das Item. Du kannst die beiden kombinieren. Da oben war noch ein rotes. Ja, wir haben ja hier auch bald eine. Du kannst auch die Shotgun-Shells kombinieren. Wir haben jetzt das Gerät hier schon. Das heißt, wir können ja auch schon den Strom anmachen und zum Safe-Raum rein. Mhm. Das heißt, wir können also alles auch nochmal. Haben wir noch irgendwo? Nee, wir haben nur das. Okay. Sieht doch okay aus. Verballer noch ein bisschen MP-Munition, dann kannst du. Ja, aber können wir gleich machen. Ja. Das passiert automatisch. Ja. Kommen ja eh erstmal die Hunter. Oder Licker? Nee, Licker, Hunter. Licker, Licker, Licker. Zum Glück hat dieses Spiel keine Hunter. Gott, oh Gott. Ja, die Hunter sind bei Strom. Bei 3. Aber Strom kannst du anmachen, ja.
Jetzt spratzt sich aber auch erstmal wieder den Typen das Gesicht weg, oder? Und baller die alle weg. Ja. Zieh durch. Ja, man will ja auch nicht zu viel, ne? Und starre in der gehen, Zeit, ne? Dann hast du in der Not. Okay. Wollte dich nochmal erschrecken. Wie die einfach völlig unbeeindruckt so ein halbes Magazin frisst. Komm. Wie einfach mal pennt und du ihn einfach mit ein paar Kugeln wächst. Aufgeweckt mit der MG, ja. Oh Mann, mein Klingelton war auf Shotgun eingestellt. So, kann ich das Ding, als was wird das jetzt? Ja, komm. Ja. Aber wenn ich hier jetzt kombiniere, ist ja Quatsch, dann kriege ich nur Pistolenmunition. Ja. Das wollen wir nicht. Aber du kommst gleich an die Tour. Was ist das? Murf? Murf. Murf. Es hat Urf und Murf. Murf vom Urf? Ja, ich bin noch fast. Moment, so? Nee, so? Da. Ja, wer kann sich nicht an die Serie erinnern? Murf vom Urf. Wie ist das hier hinter Mond gleich links oder so, ne? Ja. What? Ja, nee, die Licker würden ja erst kommen, wenn du einmal die Runde gemacht hast. Aber wir gehen ja jetzt gleich zum Safe-Raum. Oh. Schon wieder so ein Laufding. Langer Lauf. Ja, aber ein Lauf. Oh, für die Magnum. Ja. So, jetzt habe ich aber echt zum ein Safe Problem. Erstmal. Ja. Kombinier mit dem Roten. Direkt. Gut. Safe ist ja hinter dir jetzt. Ja, ja. Die verschlossene Tür von eben. Das machen wir schnell. Ich bin so im Speedrun-Modus, wo du all das ja nicht machst, ne? Ja, normalerweise machst du eh die Runde und dann. Hier habe ich immer ein Safety gemacht, aber der war ja eigentlich nicht nötig. Genau, den habe ich mir irgendwann auch gespart. Musst ein bisschen Speedrun-mäßig jetzt drauf sein. Wir haben nur noch 20 Minuten. Nö, wir haben so viel Zeit wie nötig. Fuck it. Stimmt eigentlich. Ja, wobei, doch, komme ich immer ein mit. Ja. Jetzt sammle ich erst nochmal ein blaues Kraut. Kannst du direkt mit denen wieder kombinieren. Munition, 5 Schuss. Oh, das kannst du kombinieren mit dem, du hast ja schon ein Item dafür gehabt. Das werde ich auch machen mit dem Kondensator. Sehr geil. Das Ding zurück, das Ding kombinieren, jawohl. Ach so, das gebe ich auch noch. Dann kannst du auch die Lightning Hawk eigentlich mitnehmen direkt und das auch kombinieren. Ah ja, die Magnum, ne? Ja. Und wir brauchen das Gerät noch einmal oder haben wir jetzt beide mal Strom angemacht? Zweimal haben wir das gemacht. Genau, gab es noch einen dritten? Nämlich, ja. Du hast ja einen noch geholt oben, ne? Aber ja. Ich glaube, da haben wir es nur rausgeholt. Ich weiß nicht, ob wir mehr als diese zwei gebraucht haben. Nee, doch, du brauchst es einmal am Ende, glaube ich, kurz vorher, ne? Bevor du zum dritten Bossfight kommst. Das kann sein, wie krass diese Lightning Hawk ist, Alter. Wer die ist wirklich, die brauchst du nur angucken und sofort tötet die alles in deinem Umfeld. So gut ist die. Okay, die werde ich gleich auch noch kombinieren, obwohl man es ja gar nicht mehr braucht, ne? Ja. Das macht es ja nicht potenter eigentlich. Macht den Platz besser. Okay, so. Speichern und weiter. Speichern und weiter geht's. So, du kommst auch gleich dran hier. Wir haben ja noch eine Viertelstunde. Du spielst dann in der nächsten Session weiter. Ja, wobei, ich würde fast sagen, es lohnt sich wahrscheinlich eher, dass wir die ein bisschen verlängern. Durch, machen wir ein bisschen länger. Ja. Sehr gerne. Weil es bringt ja nichts, dann nochmal für 20 Minuten dann die nächste Folge anzufangen. Ja, Sia hätte ja gespielt. Das wäre mehr. Okay, das stimmt, das wären zwei Folgen. Nee, schon klar. Machen wir auch. Lecker, lecker, lecker. Oh, das war knapp. Das war knapp. Aber richtig knapp. Der hat richtig Bock auf mich. Das war ein Speedrunner-Strats. Pixel perfect. So, ist hier irgendwas? So, die steht auf. Ja, genau. Nochmal schnell die E-Mails lesen. Aber hier ist doch irgendwas, ist hier noch, ne? Ich klicke die einfach an, damit die als gelesen erscheinen, damit ich kein schlechtes Gewissen habe, dass die gar nicht angeguckt hat. Ich gebe mir irgendwie auch so. Ja, hier vorne liegt noch Pulver oder so. Ja. Okay. Das ist gut. Das Ding kommt da rein. Jetzt kommt das kurze Roboterballett. Schön, dass sie das noch drin gelassen haben. Ja. Welches Lied höre ich dann? Lebensformen. Lebensformen. Ich kenne eine kleine Lebensform. Ach ja, Date. Und sie sagt, was habt ihr Nerds, ihr? Star Trek 7. Das ist eine nerdige Szene aus Star Trek. Aber eine schöne. Data hat Star Trek kennt doch kein Mensch. Ich weiß gar nicht, von ihr rede. Ja, mittlerweile gebe ich ihr recht.
Gut, nach Picard muss man es auch nicht mehr kennen. Ja, auch nach dem neuesten hier. Also. Ist nicht so gut. Lower Decks. Nee, Picard und Lower Decks und auch die Star Trek. Es ist komplett im Arsch. Lower Decks habe ich mir gar nicht. Komplett im Arsch. Ich traue mich gar nicht, das anzugucken. Die Trailer sehen schon grauenhaft aus. Ja, es ist halt genau das, was du kriegst. Das ist nicht unbedingt scheiße, aber es ist halt überhaupt nicht das, was du als Star Trek-Fan eigentlich hättest. Und sie haben wirklich jede einzelne von diesen Reihen komplett verkackt. Ja. Also jede einzelne haben sie die Fans mit dezimiert. Ach, ich fand aber die neuen Star Trek Filme nicht so schlecht. Die Filme fand ich, also die ersten fand ich auch besser. Muss nicht mal zurück, du kannst oben durch, ne? Es ist irgendwie, sie haben irgendwie nicht den Weg. Warte mal, meinst von du hier links? Seite. Ja, genau, links hoch zur Treppe. Ich bin gerade verwirrt, weil ich muss da ja lang. Ja. Da oben liegen ja noch geile Items. Liegen wahrscheinlich nur noch Schnürsenkel. Ach, so sieht das aus, wenn man das erste Mal mit Licht hochgeht. Ist auch sehr ungewöhnlich. Ja, ist wirklich ungewöhnlich. Schulter. Es regnet. Nochmal müssen wir ja nicht hier hin. Ist auch noch einer. Was ist das? Kraut bestimmt. Ach so. Nee, hier nehmen wir es ja nur raus. Ja. Stimmt, hier nehmen wir es ja raus. Lauf an die vorbei. Aber hier hinten liegt auch noch was. Doch, ja, mach Select zur Not, dann siehst du genau. Ach, da liegt nix? Nee, liegt haben wir Betrug. Also. Ich hätte schwören können, da liegt was. Warum ist das? Aber. Da war der jetzt alle überrascht, ne? Ja, wirklich. Wie schnell ist der denn hochgekommen? Pass auf, die steht auch. Ah! Es sind zwei. Da steht die auch hinter dir gleich nochmal auf. Nimm das Messer wieder. Ich habe so viele Messer. Auch dabei? Nee, nicht ganz runter. Du musst ja oben durch. Was meinst du jetzt? Du musst ja oben durch. Du musst ja nicht unten lang. Ich weiß immer noch nicht genau. Also da ist ich weiß gerade echt nicht, was du von mir willst. Achso, du oben warst du schon ganz richtig. Da musst du durch die Tür und bist wieder im Hauptgang. Bist du sicher, dass du das jetzt nicht verwechselst? Nö, ich verwechsel das nicht. Naja, mit deiner Lösung, also mit deinem Charakter. Achso, du willst wieder zurückgehen da? Pass auf. Da war ja noch eine, das gibt's nicht. Dann kriegst du halt das Messer wieder in den Magen. Das ist ja wirklich lächerlich. Das Messer ist weg? Ist kaputt. Ist, glaube ich, kaputt, oder? Kaputt. An ihrem Brustbein. Okay. Abgestochen. Ach ja, da geht. Als hätte ich nie gespielt. Ich weiß gerade nicht genau, wo es da hingeht. Safe-Raum wieder. Aha. Du hast ja jetzt die Kartusche. Einmal rum. Jetzt musst du wieder zum Kartuschenraum. Kann und dann, ich das immer machen? Ja. Hast du das nie gemacht? Nee, weil beim Speedrun läuft es ganz anders. Achso, beim Speedrun gehe ich hier hoch und dann rein, um das Ding zu holen und fertig aus. Heißt das, da könnte ich eventuell noch ein bisschen Zeit sparen? Ja, vielleicht. Vielleicht ist es mit Leon anders. Das ist gerade sehr verwirrend, weil ich nicht weiß, ich bin da nie durch. Also ich bin da immer unten rum. Also habe ich einen massiven Zeitverlust hingenommen. Oder es hat seinen Grund, warum du unten lang bist. Ja, das ist, weil ich bin mir gerade nicht sicher. Aber geil, dass man wirklich immer noch was Neues entdeckt. Ich habe das wirklich nicht mehr gecheckt. So, verstauen, das behalte ich. Ja, komm, behalten wir. Sieht doch gut aus. Ja. Nimm die restliche MP-Munition mit. Du hast irgendwo noch ein paar Schuss rum. Da. Da, 19. Ja. So, habe ich denn irgendwo noch ein kleines grünes Kraut an? Ich nehme immer so ungern so ein volles. Das hast du gerade schon kombiniert. Ja, wir müssen mal ein paar grüne behalten. Wir haben nämlich schon einige rote, sehe ich gerade. Ja, so drücken. Ja, komm, dann mache ich das so. Ja. Will einfach mal jetzt wieder grün sein. Okay. So, ich gebe jetzt das Pad ab an dich, mein lieber Sir, denn du bist jetzt auch fast beim Endgegner. Ist fast durch. Was machst du mir denn für. Kommt jetzt gleich ein Boss? Nee, noch nicht. Gleich, aber du kommst noch vorher noch an einem Dings. Genau, kommen, du musst vor Nemesis. Entschuldigung, Mr. X nochmal verlieren. Ich soll nicht Nemesis sagen, wurde mir gesagt. Gleich abhauen. Falsche Tür. Abhauen. Exit Gaming. Falsche Tür. Yeah, da. Falsche Tür. Richtige Tür. Hier. Zieher und Gregor. Ich finde das gut. Ich find's gut. Nein, du machst alles richtig. Denk dran, dass hier jetzt diese Pflanzenviecher kommen und die vielleicht wieder leben. Ja, sie leben auf jeden Fall, die Penner. Stehen, glaube ich, sogar schon rum. Den skippe ich.
Rennst aber gleich wieder rein, möchte ich dir noch dazu sagen. Ah, falsch. Lauf. Okay. Frag mich, wie lange die brauchen, wenn man die jetzt killt, nee, nicht später raus, dann noch. Nicht raus. Du musst, jetzt musst noch du die Kartusche machen. Die Kartusche benutzen, genau. Die war ja der Grund, warum wir den ganzen Weg gemacht haben. Da rein. Genau. Ja, auf dem Rückweg. Du musst gucken, wie du am besten an denen vorbeikommst gleich, ne? Also mein Tipp wäre, ja, mein Tipp wäre einfach kurz drauf spratzen, bis die so. Ja. Die ersten wollte ich nur kurz mal skippen. Jetzt sind hoffentlich, aber auch, wir haben noch nicht die Karte Nummer 3 gefunden, die wir brauchen. Das stimmt, auch, da ist sie hier. Es muss sie ja nicht das sein. Ja, nicht die wird sie wahrscheinlich auch nicht sein. Das, vielleicht haben wir auch einfach Glück. Das hat funktioniert. Vielleicht. Es wäre nämlich jetzt ganz schön kompliziert mit Mr. X im Schlepptau. Nein, renn, lauf, du lauf, musst lauf, lauf, schnell lauf. Sein, schnell. Okay, du darfst nicht zu lange hier rum. Da ist auch noch was, nimm das mit. Hey! Ich wusste nicht mal, dass wir noch welche fehlen. Gibt's wirklich noch mehr? Scheinbar noch mehr, ne? So, hoffen wir aufs Beste. Ja! Hey. Okay. Kombinier gleich. Alter, wie geil ist das? Wir haben's, okay. Wir haben's. Lauf zurück. Is this even das, randomized? So, jetzt kommt Mr. X. Viel Spaß. Yeah. Am besten links. Da lang gehen. Na, der kommt von links. Von unten lang. Hier? Nein, ich dachte, das ist eine Ecke. Interessant. Ah, warum hab ich das einfach gar nichts gemacht? Ja. Hast du kein Messer mitgenommen? Nein. Dann mach den Save nochmal. Bin ich tot? Ja. Ja. Oh. Insta-Kill. Ja, die weißt sind halt echt krass, ne? Die sind krass, die Viecher. Hey, guck mal, der warte noch. Steht da hinten noch. Ich bin dran. ja, das war schon alles okay, mach fortsetzen. Ja. Simon, warum hast du mir kein Messer gegeben? Nimm doch, wir haben doch viele Blendgranaten. Oder du hast so viele Waffen, du musst doch eigentlich nur auf die zwei spratzenden Dinger auf der Brust schießen. Und dann ja, ich wusste nicht, wann er kommt. Wo gut, jetzt der Autosave, nee, du brauchst nicht wieder zurück. Der Autosave packt dich wieder hier rein. Ah, okay, ich glaube, du musst die Kartusche noch mal machen. Jetzt musst du da durch. Ja, gut. Du schaffst das doch. Das ja, ich wusste halt nur nicht, also ich muss, nachdem ich das Ding aufgehoben habe. Renn schnell hin, heb das Ding auf und dann geh den Außenweg und geh nicht den Mittelweg. Ja. Außenweg, wow. Also da, wo du das Vieh gerade abgeballert hast, hättest du weitergehen müssen. Okay. Wichtig ist, dass du schnell bist. Das ist der Außenweg gerade, wo du gerade schon bist. Also, wo gehe ich dann gleich längs? Du wartest zu lange. Jetzt passiert das noch nicht. Doch. Die kommen, glaub mir, jetzt nach rechts und das Ding einfach schnell nehmen. Okay, das Ding nehmen und danach? Dann zurück und volle Pulle. Okay. Ist doch easy. Also es ist eigentlich egal, welchen Weg du nimmst. Wichtig ist, dass du in Bewegung bleibst und dass du guckst, wo Mr. X kommt und ihm natürlich nicht entgegenläufst. Jetzt zum Beispiel ist er... Wow. Und? Nee, jetzt ist schwierig. Aber das geht, du schaffst das schon. Ja. Frage ist, wo Mr. X kommt. Das ist mir... Ah, okay, er kommt direkt auf dich zu. Ja, nun! Ja, das ist vielleicht jetzt... Das ist fuck. Du schaffst das trotzdem. Genau, einfach an ihm vorbei. Ja, aber was mit den anderen Dudes da hinten? Das wird so nix kriegen. Ihr Schweine, ich schaff das hier nicht. Absolut gar nicht. Absolut gar nicht. Jetzt renn, lauf! Du hast es fast geschafft. Ja. Du schaffst es jetzt. Jetzt weißt du doch, du musst nicht schneller. Ich mach die vorher platt, die Pflanzenmänner. Vielleicht kommen da nicht so viele. Es waren vier. Right? Ja, versuch's. Ja. Wir haben genug Money. Der Shit mit den Pflanzenviechern ist, dass die eben immer wieder neu kommen. Ja, du Noob, schaffst du nicht mal fünf Leute auf einmal, aber während Mr. X dich... Darf ich dir noch einen Tipp geben? Ja? Versuch doch mal mit der Schrotflinte, einfach nur, wenn du zurückläufst, geradeaus den Außenweg, also da nicht den dicken Mittelweg zu gehen. Ich weiß nicht, welchen Weg du gerade meinst. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Geh erst mal, lauf erst mal, mach erst mal. Ich werde es dir gleich schon noch in die Ecke. Ich probier mal die Methode, die... Das links ist der Außenweg, das ist der Mittelweg. Okay, jetzt, ich soll den nein, außen... Warte, jetzt komm ja links schon, jetzt kill die halt. Ja, das kill wolltest du doch eigentlich machen. Ja. So eine gute Idee. Der arme Sia, ne? Von beiden hier Seiten kommt hier mit Speedruns, dann renn schnell durch. Es sind ja nur vier Leute plus einen Mr. X. Ja, du hast ja recht. All easy. Es ist dir gegenüber. Der hat noch einen auf der Brust. Ja, ich sehe. Ja, dafür schaffen wir den ersten Level bei Mega Man nicht. Was willst du? So, jetzt kannst du durchrennen. Oben sind aber noch zwei. Ja, die. Ah, jetzt verstehe ich. Erst den rechts. Nimm erst den rechts. Der ist schon da. Der rechts ist schon. Ach, lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Hau auf jeden Fall ab, weil die Insta-killen dich. Ja. Sehr gut, der ist aber auch noch am Leben. Ja, der hat die alle im Bauch. Ja, Mann. Wie so ein Weihnachtsmann. Schneemann. Ja, so, perfekt. Jetzt schnell, bevor die anderen wieder aufstehen. Der hat noch einen Bommel. Ja, aber dann. Ja, schießt er dann schnell auf den Bommel. So, jetzt schnell den Shit holen. Und jetzt kannst du in den Mittelweg gehen, weil die ja alle
am Rand liegen. Den hier, ja? Ja, ja. Das, okay. Genau, alles richtig. Oh Mann, das wird gut. Das wird wirklich gut. Wie ist das eigentlich? Er kommt er immer an dieselbe Stelle oder kommt ja, er ja, mal? Ja, ja, lauf. Kommt er mal in den Mittelweg, mal am Rand oder so? Ich hab den eigentlich, ich sehe den nie. Ach, du kennst diese Stelle. Jetzt hier rechts, ja? Nein. Ich hatte ihn geradeaus. Gefühlt ja. Schon an mehreren Orten. Hier rein. Denk dran, eventuell stehen die da hinten jetzt auch auf, ne? Mhm. Also den muss auch irgendwie vorbei. Einmal in die Mitte spratzen. Weiter. Du hast keine Munition fast mehr, ne? Ja, jetzt kannst du rennen! Ah, nein! Okay, again. Ah, was hast du sonst? Shotgun? Oder? Shotgun habe ich noch. Ja, also, es tut mir leid, ich habe dir wahrscheinlich aber auch... Ja, hast du sie, Mann. Nicht deine Schuld. Schulden. Also, ich hab da nichts. Ja, aber du wolltest gerade eben einfach 4 von diesen Pflanzenviechern vorher killen. Ja, nein. Da hast du natürlich jetzt keine Munition mehr gehabt. Nein. Die Entwürdigung des Spieles. Passiv-aggressiv. Möchtest du nicht eventuell doch runterschalten? Irgendwann muss das Spiel auch sagen, wir sind so weit gekommen, jetzt lass das mal. Jetzt lass mal stecken. Und ja, liebe Community, wir wissen, dass wir da jetzt auch mal ein paar Fehler gemacht haben. Das ist uns bewusst. Aber aus Fehlern lernt man. Ach, tut man das, ja? Also, wir machen Fehler, damit du daraus lernst. Ich bleibe dabei, man kann es mit dieser Munition easy schaffen. Man darf halt nur... Nicht so beschissen daneben ballern wie ich. Das war doch gut. So. Vielleicht reicht ja einer schon. Muss ja nur schnell sein. Ding hier nehmen. Vielleicht reicht er. Ich glaube den. Je länger du wartest, ne? Also dieses Warten kriegt dich immer wieder. So, jetzt ist der in der Mitte nämlich schon wieder aufgestanden. Schwierig. Ist eine richtig schwierige Stelle, wenn man nicht so wahnsinnig gut ist wie wir. Ja, es ist, also, ist mir gar nicht mehr bewusst. Ich wahnsinnig, bin einfach, wahnsinnig, ich fliege wahnsinnig da so durch. Gut. Ich bin zu gut, um zu schlecht zu sein. Das ist das Problem an der Stelle. Ich kann mich gar nicht mehr runterdenken auf dieses Niveau. Ah, come on! Es ist aber auch krass, dass die einen Insta-Killen. Ich dachte, ja, das ist immer Insta-Kill gewesen. Ich dachte, das ist nur, wenn du keine shit. Energie lauf, hast. Lauf. Nee, jedes Mal. Egal. Jedes Mal? Ja. Das ist aber krass. Ja, ah, jetzt links hoch. Und dann rechts. Okay. Got it. So, nimm lieber die andere Waffe gleich, na, damit du irgendwie dir... Genau, weil da sind zwei Penner gleich, ne? Und hast super viel Muni noch. Ja. Super viel? Naja, 7 Schuss. Links von dir ist der gleich. Mhm. Schießt da einmal drauf, gehst vorbei. Okay, auch schießen gleich. Oh shit. Wie hast du das geschafft? Nein, Ich hab geschossen! Du machst eigentlich nichts falsch. Ich hab geschossen! Extremes Pech! Er hat's nur nicht gemerkt. Ich mein. Hat er voll ignoriert! Der Fehler war, dass du auf mich gehört hast und nach dem ersten Schuss nicht noch einen zweiten gemacht hast. Und dann hast du den Fehler gemacht, dass du ihm in den Rücken geschossen hast. Ja, nun. Also, hör nicht auf mich und schießen frontal im Bauch. Ich bin jetzt mal ganz. Aber er ist mit dem Rücken zu mir. Ich kann ihn nicht erstmal umdrehen, Entschuldigung. Oder. Ja, ich weiß auch nicht, Mann. Ja, ich muss improvisieren. Das kriege ich schon hin. Schieß ihm in die Photosynthese. Ja, ist eine gute Idee. Ey, jetzt der Flammenwerfer, ne? Den haben wir im Polizeirevier liegen lassen. Ja, schnell nochmal zurück, oder wie? Ach, scheiße. Kommen wir nicht mehr hin. Ja, wir haben wirklich die falschen Waffen. Wenn wir jetzt das Flammending hätten, wären wir so gut. Es ist, deshalb sind es hier nochmal kurz entweder Messer oder Granaten mitnehmen, ne? Wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann lade ich und nehme mir bessere Waffen. Ja, okay, aber es ist ja auch eine schöne Challenge, finde ich, das so zu schaffen. Mit dem, was dir die Entwickler gegeben haben. Ja, aber warum muss ich denn die Challenge machen? Die Entwickler dieser Safe Games. Ah. Siehst du, läuft doch. Läuft! Hey, what? Alter, das geht. Es läuft nicht. Überhaupt nicht! Oh Gott, es tut mir so leid. Läuft doch! Ja, Fucker, ich hasse es. Ey, das ist aber auch wirklich ein Pech. Ich weiß nicht, warum das so schwer ist. Das ist deine Schuld, Simon. Gregor, wir laufen da immer dran vorbei, oder? Wir hätten jetzt durchgespielt. Ich verstehe auch nicht, was los ist. Du kannst auch neu laden, komm, hol dir die neuen Waffen. Guck mal, was der neueste 49, ja. Ist, Mann. Lass doch mal. Ich sag mal, wir verlängern die Session hier einmal, ne, auch wenn das hier zu Ende wäre, aber wir machen dann noch einen Part. Aber wir gehen noch einmal kurz in die Werbung und wenn wir zurück sind, dann beendet sie ja das hier. Bis gleich. Der Seer versucht es ein weiteres Mal. Er ist mitten im Kampf gegen die hinterhältigen Pflanzenwesen. Er hat sich neue Waffen gegeben, unter anderem 3 Brandgranaten. Werden sie ihm Glück bringen?
Das Hell no. Hell no. Jetzt kommen sie alle zusammen, vier Pflanzen. Die Penner, die werden jetzt weggeballert mit Granatenwerfer, I don't care. Das hat funktioniert. Aber ich will andere Muni. Da ist noch die Säure drin, glaube ich. Nee, ja, da ist eine Flamme drin. Okay. Nee, da ist eine Säure drin. Ja, ich glaube, nee, das sieht so aus, als wäre eine Flamme drin. Sonst würde er die R1 hättest du sonst die Möglichkeit. Da siehst du, da ist eine Flammenmuni. Ah, stimmt, ja, du hast recht. Genau, sonst würdest du die. Komisch, dass es gelb ist. So, den töte ich schon mal. Weiß nicht, ob das reicht. Das, ich weiß auch nicht. Und von hinten, nicht von hinten, ja. Mach von vorne. Ja, dreh dich um. Lass die beide zusammenkommen. Ja. Jetzt wieder. Ach, fuck it. Oh, lauf trotzdem weg, ne? Dann kommt, der geht ja noch weiter. Der muss hast du noch einen erwischt? Du hast, glaube ich, noch einen erwischt. Oh. Jedes Mal nachladen, ne? Nicht vergessen. Oh. Das wäre so gut. Ah, nein! Blendgranate, Blendgranate! So, geh zurück und schieß gleich. Hey, schau mich an. Ach, fuck. Ah, oh, toll. So, zumindest zum einmal noch retten sind die gut. Ja, dafür, ne, dass die so funktionieren, das ist eine gute Idee. Und behalt ihr den Schuss mal lieber für die anderen beiden Johnnies da auf dem Rückweg. Du hast recht, ja. Also, back to Machine Gun. Lauf. Oh ja. Ah, Mann. Ah, das war der geblendete, ne? Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du hast ihn. Er ist tot. Lauf! Ah, ist aber okay. Schlag kannst du weg. Ein Schlag ist okay. Jetzt schnell weg. Lauf da durch. Ah, alles du gut. Hast es. Alles gut, geradeaus. Hoi, das war ja so spannend. Nimm lieber den Granatenwerfer gleich. Ach, oh, dieser, wenn der Bass so. Lauf! Jetzt, schieß ihn! Lauf! Ja. Lauf volle Pulle durch. Du hast es. Alles gut. Wenn Mr. X hinter dir ist und dieses... Ja, ich hasse es. Das ist das geilste Geräusch im kompletten Resident Evil-Universum. Das ist so der Blutsturz, wenn du merkst, oh Mann, er ist hinter mir. Das ist das allergeilste Geräusch. Ja. So, safen. Gut gemacht. Genau. War doch easy, das hat man safe. Muss ich irgendwo... Ja, du kannst Granatenwerfer zurückpacken. Brauchen wir diese... Ja, die brauchen wir noch, ne? Du, den Morph brauchst du erstmal nicht mehr, den können wir ja nachher wieder rausholen. Irgendwas Geiles zum Ballern. Da ist ja eine Kiste. Wie wär's mit denen hier? Ja, sortier das doch mal ein bisschen. Moment, willst du die echt, die Lightning, willst du nicht für einen Endgegner aufheben? Ja, vielleicht wir sind ja erst zum Endgegner. Wir sind ja relativ weit. Stimmt, du hast recht, der kommt ja wirklich bald. Ich hab sortiert, I think. Okay. Das hier ist die richtige Muni, ne? Ja. 21 Schuss, Alter. 21 Schuss für die Muni. Deswegen will ich die jetzt das auch mal ist richtig. Verballern. Ich nehme noch ein First Aid Spray mit, wenn's okay ist. Ja. Nimm ruhig mehr mit, also du kriegst auch noch gleich, ah nee, die kriegst du wahrscheinlich nicht auf dem Weg, ja. Ja, wahrscheinlich nicht, aber ich lasse das erstmal so, glaube ich. Du könntest auch noch eine Granate, eine dritte dazu holen, du brauchst ja nicht. Wir werden, also bevor wir da hingehen, wir kriegen ja jetzt auch noch viele Items, die wir mitnehmen. Lass jetzt erstmal noch nicht vollstopfen hier. Ja. Was ich machen würde. Save doch mal ab, bevor der Johnny kommt. Ich weiß nämlich nicht, ob er jetzt durch die Tür gleich kommt. Ist das überhaupt machbar? Ich bin da nie stecken geblieben, um das herauszufinden, muss ich sagen. Weil es ergibt ja keinen Sinn, dass er jetzt aufhört, hinter dir herzulaufen, oder? Ja, es gibt aber immer diese Safe-Räume, ne? Das ist ja einer. Okay, wo geht's lang? Geradeaus. Hier geradeaus? Rechts, oder? Nee, doch. Doch. Ja, genau, und jetzt einfach wieder in die Mitte und den dritten Computer anmachen. Und dann sind wir schon kurz vorm Ende. Ja. Geil. Irgendwie geil. Habe ich fast gar nicht mit gerechnet. Nee, ich dachte wirklich, wir fangen neu an. War schon konsterniert, richtig? Falsch rum. Aber sollten wir es irgendwann nochmal machen, machen wir wirklich nochmal den Klärweg. Ja, auf jeden links Fall. Von dir, also links von dir hoch. Zurück. Da hoch. Achso, ich dachte erstmal in die Mitte. Und jetzt rechts. Ich meine, am Ende. Die Plattform in der Mitte und da sind dann diese. Ah, ja, natürlich. Alles vergessen. Ja, es ist ja auch echt, du bist ja dann nicht so versiert darin. Du bist eben kein Speedrunner wie wir, ne? Das ist so, hört sich so schlecht an, aber es ist ja in dem Fall einfach wahr. Ich hasse euch. Sei doch froh. Nein, natürlich. Mit was? Mit Recht. Nee, ich bin tatsächlich froh, dass erfahrenere Spieler als ich hier mal mithelfen können. Aber du siehst, sonst bin ich immer der die ganzen Leute volllabert. Genau, ja, aber auch immer gerne. Das Ding ist eben, wir haben bei diesem Spiel Erfahrung, aber die Arroganz übersteigt das Talent. Ja, das ist wahr. Jetzt was auch völlig in Ordnung ist. Ja, jetzt kannst du das Gerät aus der Kiste holen gleich. Und ich loot hier noch ein bisschen. Ja, loot mal noch.
Ja. Oh, okay. Hello. Jetzt haben wir ja eigentlich Platz so viel hatte ich, für die, so viel für die Platz hatte ich aber auch noch nie. Ich glaube auch nicht, dass es existiert. Nee, das sind alle vier. Das sind alle, die wir noch von Claire mitgenommen haben. Ja, wahrscheinlich. Die läuft jetzt mit vier Item-Plätzen rum. Durch. Da liegt noch ein Item irgendwo. Sie hat aber auch sonst nichts. Sie hat keine Minigun, sie hat die ganzen Sachen. Wie bei denen, Dude. Auch. Ja, MP-Munition ist auch okay. Okay. Die ich auch übrigens mal. Da, lad durch. Ja. Kiste, dieses komische Ding holen und dann in den Schacht stecken. Mhm. OSS. Os. Jetzt kannst du dich mal mit dem Ding rumplagen. Hä? Hä? Moment, was? Du hast es schon im. Ah ja, ich auch. Holy shit. Was ja, kommt da hin? Auch grade, haben wir es irgendwo? OSS, okay. Was ja, ich getan? Dachte auch gerade, what the hell? So, erstmal A, dann R1. Genau. Und dann mit L und R kannst du es irgendwie verstellen. Mit den Sticks. Ja, ich würde ja das, Mann. Ja, easy. Nicht schlecht. Easy. Sweet. Jetzt kannst du jetzt das Licht endlich kannst du es wegwerfen. Kannst du es wegwerfen? Steht ja, das da? Du kannst es nehmen. Ja, ja, das doch. Steht sogar da. It's rolled away. Ich will irgendwie will ich das noch nicht wegwerfen. Dann wer weiß, vielleicht brauchen wir es für irgendwas. Diese Nadelkartuschen und so brauchen wir aber auch nicht. Ne? Die, du hast oh ja, stimmt, Sachen, du hast die auch jetzt zurück. Nicht brauchen. Ja, wir werden gleich unten sowieso auch massig Zeug ja, kriegen. Ne? Da ist noch mehr. Ist das so? Ist das hier ist alles fertig. Ich dachte, du hast noch diese Munition, die wir nicht haben. Welche denn? Das oben rechts? Ach, das ist die Magnum. Das ist für die Magnum. Mhm. Falsch rum. Hier bist du gekommen. Hier, ja? Ja, hier muss gleich noch eine Granate liegen, würde ich sagen. Hier ist aber nichts. Gerade. Da vorne gerade rechts liegt noch was. Rechts oben. So, das war hier, Leon gerade. Ich dachte, das wäre ein Zombie, der da. Hier, genau. Da hier auf der rechten Seite. Eine M19. Was auch das, immer das ist. Das ist ja auch eine Magnum? Unnötiger Platz. Großkalibrige. Oh. Mit Direktabzüge, viel Schuss. Ja. Das wird seit 70 Jahren unverändert hergestellt. Ja, ist auch eine Magnum. Naja, 7 Schuss sind da immerhin drin. Ja, warum nicht? Kann ich. Wie viele Magnums gibt's denn? Ich dachte, es gibt nur 2. Das sind ja jetzt schon 3. Ja, es gibt Magnum Mandel. Magnum Mandel. Ja, weiß. Genau. Wie bei Klassik. Magnum selbst, ne? Haben sie auch nicht geschafft, da irgendwie bei einer Marke zu bleiben. Ey, wenn die eine Waffe verkaufen, die Magnum Mandel heißt, dann wäre ich dabei. Schießt die dann auch über Mandelgeschosse? Mhm. Also ist die Innenmandel krokant so einge- oder ich verschießt die halt Mandeln? Ja. Oh, die mit, Mandel. Mit Stahlmandelgeschoss. Ja. Links, rechts. Ich wirklich einfach mal und rechts. Lecker. Ihr redet hier. Ja, hier, erstmal die Items mitnehmen. Du kannst saven, glaube ich, auf der einen Seite. Items. Ja, genau. Da liegen welche. Kannst du, glaube ich, alles erstmal einpacken. Mhm. Geil. Und nochmal saven. Das war's. Ja. So, hier. Den kann ich kombinieren. Nee. Oh, nee, ist eine andere Muni. Ist für eine andere Magnum. SLS 60, das ist für die doch andere Magnum, die du meintest. Boah, die nicht haben, ja. Und das blaue. Warum wird denn da unterschieden? Ach, wahrscheinlich damit bei Claire dann der richtige Waffenname drin steht. Schätze ich mal. Ich nehme das erstmal mit. Wir haben ja genug Platz. Mann, was haben wir für geilen Shit, ey. So muss eigentlich der Endkampf aussehen. Mit solchen Waffen muss man da hin. Das war einfach. Das werde ich irgendwie, kann ich das nicht akzeptieren, dass da einfach so ein Back Gift Ada, rumliegt. Ja. Aber nur im letzten Raum liegt es einfach so rum. Savest du nochmal ab? Oder ich glaube, das ist automatisch. Oh, ich habe gar nicht gesaved, warum hat es denn kein anderer geholt? Warum hat es denn kein anderer geholt? Wie kann es denn sein, dass die eine ganze Truhe voller Gegengift haben? Es ist ja auch kein anderer Weg, den du suchen kannst. Es führt ja nur ein Weg dahin. Was hat derjenige mit dem Gegengift? War der leicht? Nein, der war nicht leicht. Ja. Diese scheiß Pflanzenmänner. Aber müssten überall. Kein Wunder, dass kein anderer die geholt hat. Mag ja sein, aber das ist das letzte Gegengift. Das heißt, 20 andere sind irgendwo verteilt und da liegt irgendwo ein Wissenschaftler geplättet und unter ihm wahrscheinlich dann jeweils diese Fiole. Wahrscheinlich. Naja. Dann machen sie irgendwann ihr sagt Bescheid, wenn ich falsch latsch. Oh, nee, du shit. Läufst schon genau richtig. Oh, shit. Ich bin ja gespannt, wie du dich jetzt hier schlägst. Du weißt ja die Taktik, ne? Nö, keine Ahnung. Auge kaputt hauen, glaube ich. Im Zweifel Auge, ja. Aber du kannst vor allen Dingen, du kannst rechts an ihm vorbei. Das ist wichtig. Ja. Weil er hat die dicke Klaue, wenn du an ihm vorbei willst, immer an der anderen Seite. Ach, Annette, du weißt doch, Säure bringt nichts. Oder war es links?
an der dicken Klaue vorbei oder gerade nicht vorbei? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube doch an der Klaue vorbei, weil er reißt ja so rum. Ne? Also doch da, wo die Klaue ist. Weil, ja, genau, weil wenn du auf der anderen Seite bist, der greift ja in die Richtung. Ja, krapscht er so nämlich. Ne? Also versuch mal an der dicken Klaue lang zu laufen. Sorry. Habt ihr was gesagt gerade? Ich hab die Cutscene mir angeschaut. Skip die Cutscene. Du hast das Spiel doch schon durchgespielt. Ja. Die rettet halt ein bisschen. Okay, jetzt. Es geht los. Here we go. Immer erst auf die Augen. Ach so, ja, dreimal die Augen. Ja, genau. Und dann kannst du ihn richtig verwunden, wenn er am Boden ist. Exakt. Ja, fuck! Oh, Energie. Ja. Erstmal weglaufen. Es ist keine Schande, zehnmal zu sterben. Und nimm einfach die Schotti, ne, wenn du da bist, weil dann triffst du das Auge eigentlich ziemlich cool. Er hat leider nur 15 Schuss. Der noch, ne? Das sind 14 mehr, als ich brauche. Muss nur auch aufs Auge ziehen. Oh, shit. Also wir sind schon bei 13 jetzt. Mann! Gut. Nicht so? Ich sehe nichts, Kamera! Ja. Das ist aber jetzt ja nun. Ein bisschen übertrieben. Das ist fucked up. Geh weg. Büschel roter Kraut. Know what? Magnum Action, let's go. Aber du ich treff nichts! Ja, aber du musst die Augen schon treffen. Ja. Jetzt habe ich doch getroffen. Das war gut. Ja, für die Magnum würde ich fast schon verschwendet für die Augen hier sehen. Das ist sehr ja, ich glaube auch, mit MP ging es am besten. Schieß schon. Rückenauge. Oh, Energie, du bist gleich tot. Ich habe keine Energie mehr. Was? Ich hatte nur einen fürs Netz. Also, du hast nur eins mitgenommen. Wie du da reingegangen bist. Du hast 15 Blendgranaten, aber ein Health-Item. Ja. Fortsetzen. Nee, das ist schon okay. Ist okay? Ja. Schmeißt dich ja direkt da raus, wo du auch. Ja, nee. Ja, gut, mehr Stuff mitnehmen, ja? Viel mehr. Besseren Stuff. Okay. Ich mag bei dem Fight ja. Ich pack die Shotgun mal weg und nehm lieber den Granaten. Obwohl, da haben wir gar keine Muni mehr. Du hast keine Muni mehr. Sortieren doch mal die Items. Wir haben aber auch dann kannst du sehen, was du noch alles hast. Und du hast viele Pulver zum Kombinieren. Vielleicht kriegst du damit noch Granatenmuni hin. Alles nur normales. Ich glaube aber, wir haben leider nicht zwei gelbe oder zwei weiße. Wir haben nur, du könntest gelb und weiß vielleicht mixen, aber ich weiß nicht, was das bringt. Aber ich glaube, dann kriegst du irgendwas krasseres. Soll ich mal machen? Mach mal. Das andere ist nur Schrotflinte oder Flintenmunition. Ja, das ist MG-Munition. Und die beiden brauche ich nicht, ja? Ja. Okay. Granidos. Ja, die kann man nehmen. Die kannst du schon benutzen. Dann nimm noch zwei Health-Items mit, mindestens. Die Granaten kannst du immer dann benutzen, wenn er so was rausreicht. Gut, warte, welche Waffe nehme ich denn für den Fall? Elektroschock war super, aber da musst du 100% treffen. Ich weiß, da bist du besser mit, deswegen. Ja, war ich. Minigun könnten wir theoretisch auch hier wegzimmern. Weil Schuss, ist ja, ne? Minigun hat nur noch. Ja, aber wenn du dann. Ja, 63. Also, wenn du da generell in die Richtung bei den Augen machst, ne, und wenn du dann immer so 5 oder 6 für die Augen jeweils verwendest. Ich hätte gerne noch ein bisschen MP-Munition. Was war das denn? Die kannst du nie nur den anderen bauen. Die kannst du nicht bauen. Ja. Na, dann doch wohl doch die Shotgun, ne? Nimm ruhig Shotgun, Minigun und Energie noch mit. Genau. Bevor du jetzt da irgendwie. Nimm noch zwei Health-Items. Es ist ja fast der letzte Kampf. Also, genau, ist der letzte Kampf. Ist der letzte richtig große, ja. Selbst wenn du noch Sachen einsammeln kannst, die kannst du im Nachhinein auch noch einsammeln. Also scheiß drauf. Wie wichtig sind denn Säure? Ich meine, du kannst noch den Granatwerfer und Säure mitnehmen. Säure ist nicht so toll dafür. Ja. Ich dachte halt nur, wenn du 6-mal drauf schießt, irgendein Impact. Ja, es ist immer. Säure ist so auf Dauer Schaden, ne? Aber immer nur ein bisschen. Also, und dann läuft er und schmilzt die ganze Zeit. Das ist sekundär gut. Ich bin ja auch schon ein bisschen am Arsch. Deswegen nehme ich mal noch einen Health-Item. Ja, nimm ruhig. Du kannst ruhig so viel mitnehmen, wie du willst, weil so viel kommt nicht mehr. Weil für was spaßt es auf, ne? Für Ostern? Maybe. Und nimm ruhig auch den Rest noch mit Messern, dass du, wenn du gegrapscht wirst, hast du halt so. Dafür habe ich nur noch Blendgranaten und Messer habe ich auch. Na gut. Ich krieg das hin, Simon. Vertraue mir. Ich vertraue dir aber nicht. What? Hast du den Virus dabei? Ja, schon erledigt. Okay. Auch geil, ja, wenn du das jetzt genommen hast, unten das Schild, das hilft auf jeden Fall sehr. Du weißt, wo er die drei Augen hat, ne? Ja. Am Arm, am Bein und am Bein Rücken. Und hinten. Und nimm die Gelegenheit gleich sofort auf eines der Augen. Ja, das sind fast die Augen. Da hast du jetzt ein Auge. Okay. Jawohl. Jetzt durch, durch. Rückenshit. Oder das eine Auge oben. Lauf, zu nah dran.
Jetzt, wenn er haut, kannst du immer danach kurz auf seinen Arm hauen, schießen. Jetzt nicht. Ja, oder abhauen. Geht auch. Ja. Okay. Rücken mach lieber, wenn er eins von diesen großen Dingern aufnimmt. Ah, super. Ja. Nee, nicht von vorne, musst du von hinten machen. Oder wenn er, wenn er was grapscht. Er wird wahrscheinlich jetzt gleich was grapschen. Ja, da, jetzt geht's nochmal. Ja. Und kill ihn von hinten. Lauf schneller, Leon! Nein! Ach komm! Ist aber gut, weil so hat er dich nicht getroffen. Lauf aber. Uff! Hat nicht gereicht. Einen Hit halte ich noch aus, bevor ich Leben nehmen muss, glaube ich. You cutting it close? Wenn du das Auge hast, kannst natürlich auch einen Granat werfen. Ah, ja, jetzt kann. Genau, da hast du ihn dann. Ah, shit. Ist ein bisschen. So. Jetzt holt er gleich. Ja, jetzt holt er es. Doch nicht. Ey, warum hat er keinen Dash oder keine Rolle? Ja, leider. Damit dieser Kampf so scheiße ist, deshalb. Ja, das ist die Idee, glaube ich. So. Jetzt kommt's aber. Jetzt kommt er ran. Halt durch. Halt gedrückt. Ja. So, geh da ran, Magnum. Geh hin. Magnum, Granaten, alles am besten hin. Und vorne auf seinem Bauch, ne? Weißt du, wo das rauskommt? Du kannst jetzt auch eine. Egal. Da. Nee. Auf die Augen, Mann. Ja. Ja, sehr gut. Sehr gut, du triffst. Ah! Oh! Das ist normal, dass du es nicht mehr triffst. Ja, nochmal, triffst du noch. Nimm die Magnum ruhig. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder die Augen-Action. Oh, ich habe keine MP-Muni mehr. Ja, du. Aber es war schon deutlich besser als vorher. Ihr könnt auch Schuddy nehmen, genau. Ei, hier liegt aber noch Stuff. Alles rote Kräuter. Erstmal aufs. Ah! Lass mich hier raus. Und du könntest Granaten dir überlegen, tatsächlich, ne? Ja, aber du müsstest dazu. Leben habe ich noch. Jetzt genügend. Kannst du Granaten werfen, aber beeil dich, weil der wirft. Ja, und du wirst wie ein Mädchen. Das war seine Nähe. Das war aber gut ausgewichen. Naja, es muss ja spannend bleiben. Ne? Es muss ja. Oh, shit. Jetzt. Ah, nee, gut. Guter Punkt. Aufs Auge. Okay. Voll auf die Augen. Ja. Nochmal. Dreimal. Ach komm. Shit. Energie? Ja. Ja, das genau. Das ist echt lächerlich, ey. So, jetzt aber. Voll frontal. Du hast getroffen. Gut. Keine Schuss mehr, ne? Hier kannst du eine Granate zum Beispiel werfen jetzt. Hast und so, dann wird er abgelenkt. Du bist immer zu weit weg für die Granate. Was hab ich denn noch? Du hast hier gar nichts mehr. Außer Magnum-Schüsse. Aber du kannst ihn im Bauch jetzt. Weiche erstmal aus. Das bringt jetzt nichts. Ja. Und nimm ruhig ein paar Items jetzt mit, ne? Ja. Der ist doch bestimmt. Wer weiß, was du kriegst, genau. Ha. Ja, leider ohne, aber das kann man sich mal merken, wenn man dann noch Schüsse kriegt. Andere Seite ist andere das. Seite, ja. Alles gut, aber verballer jetzt nicht alles. Nee, also versuch schon die Mitte zu treffen. Aber der Bauch ist schon offen, also wir können ihn ja schon treffen. Eigentlich hast du ihn schon fast. Ja. Ein, zwei Schüsse noch. Ach komm. Jetzt. Das war gut. Das nicht. Okay, du hast noch eine Granate. Messe sogar noch, alles gut. Okay. Zack, in den Käsequanten. Und jetzt, jetzt mit der Magnum, volle Pulle. Ja, einmal noch. Ach komm! Du hast ihn so fast, Alter. Ein Health Item hast du noch. Ja. Wie viel hält der denn aus? Ah, es ist der Endgegner. Sau viel, ja. Ich habe keine mehr. Doch, hast du. Du kannst aber erst im Game nachladen. Genau, stimmt. Da lag auch noch was, egal. Ja, ich muss erstmal weg hier. Lad nach. Knopf. Yeah! Schwere Geburt. Na endlich, Alter. Das. Sorry. Nein. Ey, das, ich hatte vergessen, wie das ohne die Tricks auch, wie heftig der eigentlich ist, ne? Ohne diese ganzen fiesen Tricks. Check mal die Items, Alter. Ja. Es ist vielleicht eine Keycard. Weil wir brauchen ja noch die Keycard 4, ne? Oh nein, sag das doch nicht. Gregor. Oder ach, die kriegen, ja, die wir, von, nee, schon, die kriegen wir von Annette. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich kriegen wir sie. Hoffentlich kriegen wir sie. Er war 1902. Ja. Da müsste noch irgendwas liegen, ja. Und zwar links und gegen einiges.
So, und den Raketenwerfer brauchen wir ja eh ganz am Ende, den kriegen wir zugeworfen. Der müsste ja... Hoffentlich. Nicht, dass sie uns ein grünes Kraut... Na, naja, Ada hat den ja gefunden in ihrem Part. Man kann die Raketenwerfer geradeaus, auch so geradeaus, finden. Geradeaus, geradeaus, ja. Rechts, 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 da. Ja. Einfach geradeaus. Die SLS 60. Jetzt ich da ist die 4 angekommen. Ey, aber all diese Dinger können wir uns gleich alle schön für den letzten Mr. X noch. Ja, ja, wir nehmen 4 verschiedene Magnums, ja? Einfach. Why not? Wir haben ja auch 4 verschiedene Brüdelflaschen. Ich glaube, da liegt noch eins. Spray. Die Videokassette. Ja, why not? Ja, wow. Noch was. Mhm. Okay, jetzt so. Aber. Mhm. Jetzt hast du endlich alles. Guck mal, wie nett sich diese Stimme anhört auf Deutsch. Selbstzerstörung aktiviert sich gleich. So, Nee. Auf da zu dem X. Geradeaus, rechts. Ja, gut. Alles leer. Selbstzerstörung startet. Irgendwann. Geht doch richtig, oder? Ja. Kann's auch skippen. Ada! Oh nein, 9 Minuten nur. Links, rechts. Rein in die Tür. Hier, ne? Rein in die gute Stube. Jemand eigentlich schon mal so eine Lady Gun jetzt. Rocky Leon Parodie gemacht, also wie Rocky 1, aber dann sagt er: Eldorian! Eldorian! Ja, ich. Ich sehe es vor mir. Ich kann es mir vorstellen. Ja. Während der Boxkampf ist mit dem Tyrant und voll auf die Fresse bekommen. Und auch die ganzen Leute, die dann Rocky umlagern im Ring in der Szene. Das müssen dann Zombies sein, wie du so rauskommst. Ja. Rocky kämpft dann im Ring gegen Mr. X. Ja, und er ballert ihm den Kopf weg. Zack. Ich stelle mir das total gut vor. Es ist fast einfacher, sich nur im Kopf vorzustellen, weil es günstiger ist. Schneller, man hat den ganzen Stress nicht. Man hat Sly sofort schon. Und die Leihgebühr ist auch günstiger, ne? Braucht die DVD nicht mehr zurückspulen. So, hier rechts ist noch ein Item. Manchmal. Ja, genau. Flammenwerfer. Kannst du drauf scheißen. Ja. Du hast eh alles voll, oder? Mhm. Ja. Aber ich habe auch Crafts. Hier liegt noch ein Item. Für Item. Hier noch ein, ja. Hier haben wir noch gleich eins. Und der. Nee. Fuck it. Hier kannst du noch ein bisschen sortieren, ne? Wenn nötig. Pack ich alles voll mit Munition. Ich mach jetzt. Ja, die Dinger Rambo. Kannst du echt mal verstauen, genau. Kombinier die beiden. Nee, das waren Granaten, ne? Ist egal. Ist doch gut, kannst du nehmen, warum nicht? Warte, ich habe eine bessere Idee. Es gab nämlich, ich glaube, damit war ich die Munition. Ich glaub, bessere. Wir haben so viele Granaten, wenn du das alles nimmst, hast du schon gewonnen eigentlich. Aha. Säure. Ja. Und 6 Säure hast du auch noch da drin. Ja, ist gut. Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall den Granatwerfer. Nicht. Shotgun will ich nicht. Brauchst du nicht. Videokassette kannst du wegschmeißen, rotes Kraut. Ja, das sieht gut aus. MP MG kannst du auch wegwerfen. Und jetzt alles zukacken und 2 Plätze freilassen. Das Elektroschockgewehr zum Beispiel. Ja, das keine Ahnung. Warum, wenn es jetzt nicht benutzt? Keine Ahnung, ob das was bringt bei dem jetzt hier. Aber ist doch geil. Es könnte, ja. Also ich nehme das Ding mit. Ja, es geht ja nur darum, ihn aufzuhalten. Du kannst ja nicht gewinnen. Also einfach aufhalten. Ist das zeitbasiert oder musst du eine gewisse Anzahl Schuss Schaden machen? Sind 7 Schuss viel? Du musst, glaube ich, durchhalten. Es ist okay, 7 Schuss. Du hast die Kartusche da auch noch. Du kannst es verkürzen, indem du ihm Schaden zufügst mit dem Messer. Ja. Das, also. Die Nadelkartuschen da unten. Ich denke, dass wir das ganz gut schaffen können. Wo sind sie? Ja, da. Weiter. Da. So, wichtig wäre. 2 Magnums, 1 Granatenwerfer, ein so ein Ding. Bevor du reicht jetzt, das? Nimm genug Kräuter mit. Ja, Kräuter. Du, immer noch nicht, du kannst hier ja auch gleich ein Messer. Die brauchst du, weil du ständig gegrapscht werden wirst. Ja, nimm 3-4 Messer mit. Und an sich solltest du eigentlich statt der. Also entweder 3 Blendgranaten oder 3. 2 Blendgranaten, 3 Messer. Ja, du kannst ja nicht alles mitnehmen, aber die Granaten werden jetzt nicht verkehrt. Die lass dir 1-2 Plätze, weil da gibt es bestimmt noch so 1-2 Sachen, die du mitnehmen kannst. Fertig. Safe jetzt up. Kannst du nochmal speichern und dann ist das große Ende. Durchladen. Ja, für das Elektroschockgewehr, du zielst mit L2, normal wie bei den Waffen. Wenn du dann mit
R2 abgeschossen hast. Halt R2 gedrückt, weil dann wie so beim Elektroschockgewehr, ne, dann stecken die ein Kabel drin und dann machst du da quasi Power rein. Ne, also wenn halt, R2 gedrückt halt. Das kennen wir doch von unserem Amerika-Urlaub. Ja, genau. Ne, das war damals hier Passkontrolle. Amerika. Die kann ich alles skippen, ja? Nein, du musst gar nicht. Lauf dran vorbei. Einfach dran vorbeilaufen. Es sei denn, du wartest lauf so lange. Lauf auch dran vorbei. Oh, das ja, Messer, aber Messer ist du hast halt echt auch lange gewartet hier. Ich habe halt gefragt, ihr habt nicht schnell geantwortet. Ja, aber das ist keine Zeit zum Fragen, Mann. Ja. Rennen, den musst du killen. Da kommst du nicht dran vorbei. Falsche Waffe. Andere Waffe, ja, ist korrekt. Lauf. So, rennen. Du machst das super. Bretter. Das haben sie mit Absicht gemacht. Arschlöcher. Hier liegt auch noch ein Item. Ja, aber da kommt Mr. X. Du musst ja eh den Kreislauf gleich machen. Muss ich an einer bestimmten Stelle mit diesen Nageldingens treffen? Da, wo du Schaden machen willst. Also beim Boss, den wir gerade hatten, wären es die Augen eben gewesen. Ey, da muss ich immer an alles neu von Peter. Wenn diese geile Musik jetzt bleiben, sind, ja? Weißt du, was ich meine? Nein, du musst hier durch. Okay. Was meinst du? Peter Fox hat einen Song, ich weiß nicht, ob es alles neu ist oder so, aber da sind auch diese lauf Geigen durch. Im Hintergrund. Das klingt genauso wie hier der Anfang. Finde ich leider nicht. Also den Song. Ja, ich weiß, welche Nummer her. Ich meine, es hat so eine gewisse Ähnlichkeit schon. Jedes Mal fühle ich mich dran erinnert. Entschuldigung, wenn ich diesen Endkampf gerade nicht ernst nehme, aber wir haben ihn schon wie oft gesehen. Milliarde Mal. Skip ruhig. Ist nichts passiert, hat keiner gesehen. Perfekter Freeze-Frame gerade. Grapsch. Ach, geil. Okay, den brauchst du. Den braucht man für das letzte Rätsel. Benutzt den, dann macht er, glaube ich, automatisch zwei Plätze. Ja. Ich meine, der lag jetzt gerade also zweimal einfach da, ne? Ja. Der ist aber neben dem. Das ist ein Kraut. Das ist ja Kraut. Der daneben lag, war das Ding. Nimm mal vorher eins von den blauen. Kannst du machen, aber nimm für den Schutz mal so ein Blaukraut-Rotkraut-Ding. Jetzt. Den. Ja. Ja. So ein? Ja, nimm so einen ohne Rot. Ja. Den, ja. Okay. Weil dann, wenn er dich jetzt. Kann ich nicht. Geht nicht. Ach, kannst du nicht, weil du voll Energie hast. Mhm. Na, geh weiter. Das ist aber doof. Na gut, das ist doof. Hab ich gesaved? Gibt's hier einen Save? Hier gibt's keinen Save. Okay. Ist doch alles, du schaffst das jetzt. Durchladen. Ah, ist schon voll, okay. Bin sehr gespannt, ob wir den Kampf jetzt dadurch verkürzen können. Ja, oder ob der genauso nicht lange dauert. Ich wollte mich doch nur leiden sehen. Ja. Gibt's doch das zu. Stimmt. Ey, du hast alle Waffen der Welt. Das gibt's. Drück halten, ne? Und der Schaden kommt, wenn das explodiert. Ah. Also musst du ein bisschen Abstand zwischen euch schaffen. Ob das reicht? Loslassen. Okay, nimm eine andere Waffe. Nein, die ist cool. Ich muss sagen, die funktioniert überraschend gut. Ja, weil er hat ja wirklich einen guten. Oh shit! Das sind die Sachen, auf die du echt aufpassen musst. Sind das die Insta-Kills hier? Oh, nee. Aber wenn er rennt, musst du bestenfalls so einen Stein zwischen euch haben. Ja, jetzt nicht mehr. Aber du schaffst das noch. Du kannst auch früher loslassen. Ja, aber so macht es doch mehr Schaden, wenn ich länger, oder? Ja, aber wenn er dich währenddessen trifft, machst du gar keinen Schaden. Ja. Ich habe noch genug Leben. Just saying. Du machst es ja gut, läuft ja alles. Du wartest einfach die Zeit ab, du hast genug Kartuschen, überhaupt kein Problem. Was los? Hab ich, aber der hat nicht geballert. Okay, nimm Energie. Jetzt kommt der Finisher von ihm. Ja, stell dich hinter Stein. Mach mal eine Granate, Stein. Wirf eine Granate oder stell dich hinter einen Stein, dann mach irgendwas, weil jetzt kommt wirklich ein Finisher. Du musst eine Granate werfen oder schießen oder irgendwas. Ich stell mich hinter einen Stein. Ja. Das war sehr knapp, Alter. Ja. Muss aber langsam. Beim nächsten Mal wirf eine Granate, weil das hilft immer. Da kommt der Raketenwerfer. Oh, der Raketenwerfer. Ja gut, dann hast du es gleich. There it is. Bitte sei kein grünes Kraut. Das wäre der größte Troll jetzt hier. Bitte kein grünes Kraut. Das wäre der größte Troll. Ich würde sagen, das fände ich schon irgendwie geil. Das wäre schon geil, ja. Wäre schon irgendwie geil. Aber ein blaues Kraut. Das ist einfach ein blaues Kraut. Ah. Okay. Er zieht mir gerade eine Schelle, aber das kann ich nicht. Ach, egal. So, equip. Du hast die dickere Schelle jetzt. Ist schon equipped, ne? Schon equipped. Ja, wobei, nimm ihn nochmal genau. Yes! Ja! Und es bleiben nur noch die Schuhe Time! Übrig. Wir haben es geschafft. Ah ja, was eine Plackerei. Wir haben es geschafft. Aber es ist gut gemacht. Ey, der Dings-Endboss fight habe ich viel schwerer in Erinnerung. Der war super leicht eigentlich. Ja, aber es ist ja, weil du auch
viel mehr Waffen hier hattest. Wir haben so viel und viel mehr Taschen. Wir haben einfach, das war Imba. Aber es war trotzdem ein spannender Kampf. Also, ich habe ihn lange nicht mehr so spannend gesehen, diese ganzen Endgegner. Das haben sie so schön gemacht, dass du am Ende noch einmal auf diese vier Dödel da ballern darfst. Besser kannst du es nicht machen. Der Rando begünstigt eben, dass du so viele verschiedene Waffen auch bekommst. Ne? Es ist einfach nicht, das war einfach mega geil. Es ist nicht automatisch weniger, aber du hast mehr Waffenstuff und einfach. Also ich habe hier gefühlt nicht mehr, oder wir haben hier gefühlt nicht mehr Items eingesammelt, aber wir haben so viel. Wir haben Wahnsinn. Wir haben wirklich viel. Also vor allem, weil es so viele Waffen gibt. Wir haben alle Gegner erledigt, wir haben nahezu nichts übrig gelassen. Also wir haben schon am Ende, das nehmen wir alles mit nach Hause. Kannst alles verkaufen. Das war schön. Nächste Woche mit Claire nochmal durch, oder was? Also das überlegen nächste Mal Resident Evil wäre dann Claire. Aber da müssen wir nochmal gucken, glaube ich, ob der Rando auch geeignet ist. Und so. Ja, wir müssen noch ein paar andere Spiele natürlich vorher bringen, aber das können wir gerne nochmal machen. Das war geil. Können die Leute gerne in den Comments auch schreiben. Also ich meine, ich hatte das Gefühl, dass es auch gewünscht ist von der Community da draußen. Ne? Weil, ja, warum auch nicht? Ne? Ist auch ein schöner Rando und ich glaube, das war auch der spaßigste, den wir bisher gemacht haben, auch wenn die alle eigentlich cool sind. Aber das hat uns mir noch ein bisschen was zurückgegeben. Wir können mal den Statscreen oder so gucken, ne? Mal sehen, wie viel wir uns da verdient haben gerade. Ich kann mir gerade vorstellen, er wirft ja dieses Armband weg und direkt ist am Ausgang von diesem Zug ist noch so ein Tor. Yeah. Ich sehe es kommen, ja. Naja. Das können wir auch skippen. So, was haben wir denn bekommen? Speicherzähler. B, ja. Sogar eine relativ gute Zeit noch. Ja, ist nicht schlecht. 5:24. Ich habe 8 Stunden, glaube ich, gebraucht beim ersten Mal. Ja gut, wir sind aber auch viel hin und her gegangen und ja, war aber schon geil. Haben wir gut hinbekommen. Nice. Ja, Leute, dann vielen Dank, dass ihr so fleißig zugeschaut habt bis hierhin. Wir bedanken uns auch bei euch, dass ihr hoffentlich beim nächsten Mal auch dabei seid. Mhm. Wie gesagt, Vorschläge, Ideen, Anmerkungen gerne unten hier rein. Wir freuen uns erstmal, sind erleichtert, dass wir es durchspielen konnten, trotz des Seeds. Wir sind hier wirklich gestartet und waren sicher, wir müssen neu anfangen. Insofern ist das ein absoluter Sieg. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Wenn es heißt. Genau. Wir überlegen uns noch, was es ist. Wenn ihr Vorschläge habt, wie immer, unten in die Comments rein. Vielleicht kennt ihr irgendwo einen, den wir noch nicht entdeckt haben oder so, oder den ihr schon getestet habt, wo ihr sagt, der funktioniert super. Mhm. Einfach rein. Schreibt, wie es mit Claire aussieht und denkt auch gerne an den Supporters Club, der es möglich macht, solche Formate wie die hier unter anderem auch umzusetzen. Das ist korrekt. Ne? Die Daumenglocke und alles Mögliche nicht vergessen. Daumenglocke und die Daumenglocke auch nicht. Genau. Ist alles sehr wichtig und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß mit den anschließenden Programmen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye-bye.